du bist. Na komm, mach! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Zugzwang, einem neuen Experiment, nennen wir es mal, wo wir Schach spielen werden, das Spiel der Könige. Ich begrüße euch und ich begrüße natürlich unseren großartigen Gast. Ich tropfe quasi vor Respekt, ein Schachgroßmeister, nicht schlecht. Jan heißt du, Jan Gustafsson, du hast einen interessanten Nachnamen, bist aber Deutscher. Gebürtiger Hamburger, wie du auch Schwede wahrscheinlich, höre ich so raus. Nee, richtig, nee, das hört man späterhin, aber viele Skandinavier sind ja irgendwie gute Schachspieler. Deswegen dachte ich bei dir, bei deinem Nachnamen zuerst, du kommst auch aus der Richtung. Ist nicht so. Du wohnst seit Ewigkeiten hier, spieltest für die deutsche Nationalmannschaft, spieltest nicht nur für die deutsche, du spielst auch für Mannschaften in anderen Ländern. Du bist um die Welt gereist, du hast die besten Schachspieler geschlagen, trainiert und alles. Du bist sozusagen hier in Deutschland, kann ich das sagen, der beste Schachspieler? Nummer zwei bin ich, glaube ich. Nummer zwei. Ganz streng nehmen, aber sagen wir der Beste, kriegt keiner mit. Ist also der Vizebeste, auch nicht schlecht. Ein wunderbarer Gast für die heutige Show. Du wirst mit mir gleich dieses interessante Schachspiel kommentieren, was wir vorhaben. Etienne Gade, ein Mann, den ihr wahrscheinlich kennen werdet, wird gegen euch spielen. Und wir haben da extra ein Programm entworfen, damit das Ganze funktioniert, über das Internet. Und werden Etienne dabei zusehen, wie er versucht, euch zu schlagen. Natürlich ist Versuchen hier mit einem Ausrufezeichen versehen, denn ihr seid mehrere Tausend. Wir werden nachher mal schauen, wie viele Leute tatsächlich zuschauen. Und Schwarmintelligenz, weiß man, ist schwierig. Du spielst ja teilweise auch gegen mehrere Leute gleichzeitig. Wie funktioniert das? Ist das schwieriger? Bei mir ist meistens nicht Schwarmintelligenz, sondern einzeln, so simultan, dass sie im Kreis sitzen. Das ist nicht so schwierig, aber ich glaube schon, dass der Chat hier einen Vorteil haben wird. Es gibt auch Leute zu Hause, so Profis mit ihren Schach-Engines da. Ich weiß nicht, wie gut Etienne im Schach ist, aber ich glaube, er ist Außenseiter heute. Meinst du wirklich, dass da draußen Leute sind, die nebenbei einen Computer laufen lassen, um sich zu unterstützen? Ich will niemanden auf Ideen bringen hier. Nein, ich kann mir das vorstellen. Okay. Was ist denn deiner Meinung nach jetzt für Etienne, um ihm ein bisschen was auf den Weg zu geben, da die Chancen ja schon gegen so viele tausend Leute da draußen ein bisschen schwierig stehen, was wäre jetzt dein Tipp für Etienne für den Anfang? Also ich glaube, er muss es über zuversichtlich aussehen lösen, hauptsächlich. Also die Leute werden ja sehen, wie er da sitzt und wenn die Körpersprache gleich sagt, ah, Probleme, werde schwer. Ansonsten gibt es viele so Schachbauernweisheiten, die Springer erst, die Läufer dann, so fängt man die Entwicklung an, sagen wir ihm gleich noch, und dann wäre er schon auf. Okay, seht an, das Spiel hat kaum angefangen und schon lernt man was. Ich habe Jan auch erst gerade vor einer Stunde getroffen und schon sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, wir werden das heute noch vertiefen. Du wirst sehr viel, wir wissen ja nicht, wie lange dieses Schachspiel dauern wird. Du wirst uns noch sehr viel über Schach erklären. Da gibt es ja viel mehr, als ich ursprünglich dachte. Ich dachte, ich könnte Schach und habe mich seit einer Woche da reingefuchst, habe auch deine Videos geschaut, denn du machst das quasi auch hauptberuflich, Videos zu Schach. Ja, du kommentierst, du zeigst, du erklärst. Wo genau kann man dich da beobachten? Eine kleine Webseite namens chess24.com. Da findet ihr mein gesamtes Schaffen. Aber wenn ein großes Schachturnier ist, kommentieren wir meistens. Und ich mache auch so, wie du gesagt hast, Lehrserien, wo ich ein paar mehr Eröffnungstipps gebe. Ja, im Grunde ist unser Job nicht ähnlich. Ich mache das mit Videospielen, du machst das mit Schachspielen. Man kann das sogar nachträglich sich anschauen auf YouTube. Ist das korrekt? Wonach muss man da suchen? Chess24, Jan Gustafsson, das findet ihr schon. Okay, alles klar. Und man kann unter Umständen denn auf diese Art und Weise auch gegen dich spielen, aber darum geht es heute nicht. Heute spielt ihr gegen Etienne. Und wie das Ganze funktioniert, denn es ist nicht ganz so einfach, dann passt ihr am besten jetzt mal auf, denn wir haben da was für euch vorbereitet. Du willst Etienne Gade im Schach schlagen? Dann bist du jetzt unter Zugzwang. Gehe auf chess.rocketbeans.tv und melde dich mit deinem Google-Konto an. Sobald der Timer läuft, hast du die Möglichkeit, deinen favorisierten Zug auszuführen. Die Software zeigt dir automatisch alle Möglichkeiten deiner Figuren an. Das gilt auch für Sonderzüge wie der kurzen oder der langen Rochade. Hierfür bewege bitte den König zwei Felder nach rechts oder nach links. Der Turm wird automatisch nachgezogen. Solltest du mal einen Zug bereuen, klicke einfach auf das Feld Zug zurücksetzen. Sobald du dich aber final entschieden hast, bestätige ihn bitte mit dem Voten-Button. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dein Vote wurde gezählt. Über die entsprechenden Felder hast du außerdem die Möglichkeit, Eddie ein Remis, also ein Unentschieden, anzubieten, aufzugeben oder für ein mögliches En passant zu stimmen.
En passant, also ein Schlagen im Vorbeigehen, ist immer dann möglich, wenn ein gegnerischer Bauer aus seiner Ausgangsstellung heraus einen Doppelschritt macht und somit auf dieselbe Höhe und in unmittelbare Nachbarschaft deines Bauern zieht. Im anschließenden Zug dürftest du en passant schlagen. Der Zug, der innerhalb der ablaufenden Zeit die meisten Stimmen gesammelt hat, wird schlussendlich ausgeführt. Nachdem Eddie seinen Zug getätigt hat, startet dein Timer erneut und du kannst wieder für einen neuen Zug stimmen. Möge der Bessere gewinnen. Oder die Besseren. Ihr seid nämlich eine ganze Menge. Und gegen wen tretet ihr an? Ich hab's schon mal kurz angerissen, aber viele habt ihr es ja nicht gehört. Deswegen zeige ich euch den mal nochmal. Bitte Applaus für Etienne Lagarde. Yay, Klatsch. Macht man das im Schach so? Klatschen? Klatscht man da ein Stadion? Und ja, Schachstadion. Schachstadion. Ja. Nicht wirklich wahrscheinlich, ja, sondern ein kleines absolute Kämmerlein. Ruhe. Ja, ich glaube, man braucht tatsächlich absolute Ruhe. Konzentration. Ich bin auch jetzt schon, ich kann kaum sprechen. Ja, das liegt aber eher an der Temperatur. Das stimmt. Was haben wir? 48 Grad, glaube ich. Hier im Studio ist es kein Scherz. Es ist kein Scherz. Okay. Es hilft wahrscheinlich beim, also es ist beim Denken. Ja, je wärmer, umso mehr, umso aktiver wird doch alles. Ist das nicht so? Ja. Irgendwas in der Schule aber mal vor allen Dingen so in der. Egal. Ja, egal. Schach, es gucken viele Leute zum ersten Mal, vielleicht schachinteressierte Intellektuelle, zu vielleicht viele Leute, die intelligenter sind als unsere normale Durchschnittszuschauer. Deshalb muss ich aufpassen, was für Scherze ich mache. Ja. Bitches! Wobei ich ursprünglich ja auch dachte, okay, im Internet, da treiben sich ja also nicht nur die Schlausten rum, sondern auch die anderen. Ja. Und da wusste ich am Anfang nicht, welche Schwarmintelligenz haben wir da jetzt? Die gute oder die nicht so gute? Ich glaube, dass das Tool, was Nikola aus unserer Community programmiert hat, das ist schon so eine Art Sieb. Wer es versteht, und ja, der ist automatisch qualifiziert, auch am Schachturnier teilzunehmen. Wer es nicht kapiert, der fällt quasi schon durch. Genau, im Grunde habt ihr euch dann gerade, wenn ihr das verstanden habt, in unserer wunderbaren Erklärmatz gerade schon qualifiziert oder disqualifiziert. Du bist auf jeden Fall qualifiziert, wirst gleich Platz nehmen auf diesem großartigen Stuhl hinter dir. Du hast ein physisch korrektes Schachbrett vor dir, wirst da spielen. Die Schachregeln kennst du ja. Mhm. Seit wann? Ach, schon als Kind habe ich mit meinem Vater, der hat mir, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber so mit 6, 7 oder so hat er mir die Regeln beigebracht, dann habe ich schon mit ihm Schach gespielt. Mein Vater fand immer nicht so gut, wenn ich Fernsehen gucke. Ja. Und fand aber super, wenn ich irgendwie Brettspiele spiele. Und da haben wir viel Schach tatsächlich gespielt und Begemmen und so. Also ich habe schon gerne Schach gespielt, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich in den letzten 10, 15 Jahren viel Schach gespielt habe. Okay, das ist 10, 15 Jahre, ist schon eine Menge. Wir haben aber einen kleinen Auffrischungskurs gerade nochmal gemacht. Genau. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe auch ein paar Videos geguckt und so, ein bisschen um rein zu grooven und so. Mal gucken. Ähnlich habe ich das auch gemacht und war sehr erstaunt, wie tief Schach denn doch sein kann, obwohl man dachte, man hätte es verstanden. Da geht es noch viel, viel tiefer rein. Und ich habe so ein bisschen Angst für dich, weil ich weiß, wie stark die Schwarmintelligenz ist. Und es ist kein Glücksspiel, wie du es vorhin schon gesagt hattest. Es ist nicht so, dass du den Anfang überstehst und denkst, dann schaffe ich das Ende auch noch. Genau. Ich glaube, es wird immer schwieriger, aber ich will dich nicht fertig machen. Ich weiß, du bist auch ein bisschen aufgeregt. Deswegen wünsche ich dir viel, viel Glück. Dankeschön, dankeschön. Und wir geben jetzt noch mal ganz kurz ab. Etienne nimmt Platz und danach geht das Ganze dann los. Das große Schachturnier Zugzwang hier bei Rocket Beans TV. Schachtool. Ja, genau, guck mal. Der Jan versucht sich hier schon so ein bisschen heimisch zu machen. Wir sind jetzt hier in unserer Kommentatorenkabine. Jan hat es geschafft, rüberzukommen. Wir haben jetzt den perfekten Platz, die perfekte Übersicht für dieses unglaubliche Schachspiel, was gleich vor uns steht. Etienne Gade. Ich war selten so aufgeregt vor einer Schachpartie. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Die Zuschauer können es nicht sehen, aber deine Beine schlottern. Wir mussten sie gerade festbinden an den Stuhl. Sag Bescheid, wenn du auf Toilette musst, damit du nicht umfällst. Ich dachte, eimermäßig. Aber. Ja. Und wir werden gleich loslegen. Das Tool übrigens, das ihr benutzen werdet, um gleich eure Züge im Internet einzugeben, sie an uns zu schicken über den Äther, dass wir sie auswerten und an Etienne weiterleiten. Das Tool kam aus der Community. Einer unserer Zuschauer hat es geschrieben. Okay. So gut. Warum ist er so großer Schachfan, dass er dachte, ihr braucht ein Schachtool hier? Dachte ich eigentlich auch, aber er ist auch hier heute, der gute Nikola. Und ich hatte ihn auch gefragt, ob er großer Schachfan ist, aber er meinte, er kann es fast gar nicht. Hatte mich ein bisschen gewundert. Und ich hoffe, unseren Zuschauern geht es ähnlich, dass sie das gar nicht so gut können. Zumindest im Sinne von Etienne. Naja. Wem drücken wir die Daumen? Drücken wir Etienne die Daumen oder der Community? Wir sind für Etienne, oder? Weiß ich nicht, aber wir müssen danach mehr mit ihm reden. Wahrscheinlich ist es besser, wenn er gut gelaunt ist dann hier. Das auf jeden Fall. Alleine deswegen sollten wir für Etienne sein, weil seinen Zorn können wir unmittelbar spüren. Den aus der Community nur in Form von Buchstaben im Chat.
Nutzt ihn fleißig, wir sehen ihn, wir lesen ihn vor, wir werden darauf eingehen und uns alles zu Herzen nehmen. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten hatten wir eine Erklärmatz für euch, die Leute im Chat erklären euch das Ganze auch. Aber wenn es für euch okay ist, wenn du dich wohlfühlst, Gut. Ja, wir können 20 Grad kälter, ehrlich gesagt. 20 Grad kälter haben wir. Verzeihen uns das, wir sind wirklich ein bisschen am Laufen, aber das ist vollkommen okay hier beim Global Warming aktuell, ist das normal. Wir geben noch einmal ganz kurz, nee, wir geben nicht ab, sondern ich würde sagen, wir starten. Ist das aufregend? Können wir hier den Star des Tages sehen? Wollen wir einmal? Da. Da ist er. Meine Damen und Herren, Etienne Gardet mit einem kleinen Schoßhündchen, das er sich neu zugelegt hat. Und vielleicht hilft ihm das Ganze ein bisschen. Macht er so einen auf Blofeld, so James Bond-mäßig, nur mit... Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Er wird ja einige Zeit da sitzen, je nachdem, wie gut er ist. Und da muss er sich ein paar Tricks einfallen lassen. Du hast es ihm ja gerade schon geraten, ne? So auszusehen, ja. Überzeugt auszusehen, mit Überzeugung zu gewinnen. Ja? Ja, auf jeden Fall zuversichtlich. Also du kennst ihn besser. Ist er so ein Schachfuchs oder allgemein so ein, kann sich schnell reindenken in so Geschichten, das er lange nicht gespielt hat? Etienne ist ein Fuchs, das ist korrekt. Aber ich habe ihn noch nie Schach spielen sehen. Er hat sich auch gerade selber gesagt, er hat seit 15 Jahren nicht gespielt. Und ich hatte auch überlegt, ob ich jemals gegen Etienne gespielt habe. Und ich glaube nicht. Und dementsprechend wage ich das nicht einzuschätzen, aber ich weiß, Etienne ist immer für eine Überraschung gut. Und er hat ja gestern Abend sogar eine Stunde, hat er uns gesagt, im Internet recherchiert. Also man sagt, man braucht so, um Großmeister zu werden, 10.000 Stunden. Wenn ja. Er eine schon mal gemacht hat, dann ist er schon fast da. Ist er fast da, ne? Das stimmt. 10.000 Stunden ist die Ansage. Er hat euch auch für die falsche Farbe, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Er dachte, das kommt weiß. Auch noch dazu. Du hast recht, das brauchen wir gar nicht verheimlichen. Das, was er sich nämlich angeschaut hat, war für die Eröffnung weiß, aber der Chat wird eröffnen. Und meiner Meinung nach können wir langsam mal loslegen oder vielleicht die Voting-Phase im Chat gleich starten, denn ich würde sagen, mit einem starten wir das Ganze, das große Schachturnier Zugzwang startet. Danke dir, Jan, dass du dabei bist. Schauen wir mal, was Etienne gleich macht und vor allem, was der Chat macht. Los geht's. Nun, bislang würde ich sagen, liege ich vorne. Was vielleicht ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen darf, aber irgendjemand muss ja hier die Figuren, darf ich das sagen? Irgendjemand muss ja hier die Figuren für Weiß steuern. Ich mache das nicht selber, könnte ich theoretisch auch selber machen, aber eine mysteriöse Person, deren Hand ihr vielleicht sehen könnt, ja, wird hier für euch die Züge übernehmen. Ja, so jetzt, ich warte hier, also dadurch, dass ich ja mit Schwarz spiele, muss ich ja warten. Ich bin ja zum Reagieren gezwungen, was ich ja auch ein bisschen unfair finde, ganz ehrlich. Ich spiele hier gegen mehrere tausend Menschen und dann auch noch als Zweiter. Klar werden jetzt natürlich schon die Profis sagen, Moment, das ist jetzt nicht so der Vorteil. Statistisch gesehen macht das nur so und so. Aber hier spielt ein blutiger Anfänger. Und da kann es schon sein, dass derjenige, der zuerst eine Drucksituation schafft, im Vordergrund. Oh, es sieht so aus, als hätte das Chat-Voting ein Ende gefunden. Der erste Zug. Bauer nach E4, der beliebteste Zug. Der Favorit auch von den meisten Weltmeistern. Der Chat scheint fit zu sein. Auch im Tutorial, ja, ne? Ist wahrscheinlich 90% der Schachspiele der erste Zug, oder? Man will die Mitte kontrollieren? Oder wie sieht's aus? Ich bin ein sehr feiger Spieler. Ich nehme meistens den Bauern daneben, den Bauern vor der Dame, weil er ist dann gleich gedeckt in der Mitte. So, wenn man E4 spielt, bist du schon der Bauer, ist von nichts gedeckt. Da habe ich mal schon Angst, dass er weggenommen werden kann. Aber Etienne hier spielt E5, auch mein Lieblingszug, versucht gar keinen Raum zu geben im Zentrum. Solide. Gleich gegenzuhalten. Ja. Wunderbar. Etienne hat gleich nachgezogen und jetzt geht... Wie sagt man das im Chat, im Schachjargon? Ist das die zweite Runde? Zweiter Zug, sagen wir. Nee, zweiter Zug, sagen wir. Also ein Zug ist immer weiß macht was und schwarz macht was. Das ist ein kompletter Zug. Okay. Also für uns jetzt der zweite Zug. Ein bisschen verwirrend, weil als Stein genommen ist es ja der dritte dann. Ne? Aber ich habe verstanden. Ja, im Schach nennt man so Halbzug. So ein weißer Halbzug, ein schwarzer Halbzug. Die ist das. Ich habe noch was ganz anderes Interessantes gelernt von dir heute. Man sagt gar nicht mehr Schach, wenn man den König angreift. Ist das korrekt? Ja, ich glaube nicht, dass es eine Nicht-Mehr-Situation ist. Ich glaube, man hat es noch nie gemacht, Schachturnieren. Es kriegt natürlich jeder so beigebracht, ne? Wenn man mit dem Vater spielt, ja, sagt Schach, wenn du den König angreifst. Ja. Aber eigentlich outest du dich damit so ein bisschen als Anfänger. Deshalb. Danke. Nee, nicht du, sondern allgemein. Wenn nein, ich, sagt, ich bin ein Anfänger, das geht so. Genauso wie Etienne das getan hat, gerade um ein bisschen tief zu stapeln, ist natürlich auch klug.
Und wir hören immer Erwartungen niedrig halten. Ja, wir hören ihn gerade laut überlegen, glaube ich. Ist das korrekt? Ist das Etiennes Stimme, die ich da höre? Murmelt er gerade? Er ist nicht dran, ne? Der Chat überlegt auch noch. 40 Sekunden hat der Chat Zeit. Jetzt gerade einfach, es ist Schach. Man wartet da auch mal gerne. Es ist auch sehr heiß, man sieht das an Etienne. Hört man mich überhaupt, wenn ich so drauf bin? Ja, man hört ihn. Was ich sagen muss, ganz ehrlich, ihr könnt auch auf Remis klicken. Ne? Noch ist nicht zu spät, das Unentschieden anzunehmen oder anzubieten. Ich habe schon viele Schachturniere gespielt, ich hatte nie so einen sexy Sessel. Wir haben immer so irgendeinen Klappstuhl oder so und hier da so ein Chesterfield-Chefsessel, das macht ja schon was her. Ne? Das ist irgendwie so ein Ding von uns hier in der Firma, dass wir irgendwie 90% unserer Kohlen, die wir haben, in ihr investiert Sessel in Sessel einfach. In Sessel, ja, total. Alle Shows, musst du mal drauf achten, haben richtig gute Sessel. Der Rest ist aus Pappe. Aber Sessel, da können wir nichts. Und auch Bücher. Sind auch zukunftssicher Sessel, glaube ich. Ne? Ja, meinst du? Als Geldanlage, weiß ich nicht. Man weiß ja nicht, was passiert. Währungssystem oder Sessel. Naja, du weißt nicht, ob wir in der Zukunft alle mit Rädern unterwegs sind. Also wenn dann Sessel mit Rädern rauskommen und die alten Sessel keine Verwendung mehr haben, dann sitzt du aber da auf deinen Sessel, ne? Das kann natürlich echt sein. Aber die sind ja auch dazu da, dass du drauf sitzen bleibst. Ja, das ist auch wieder korrekt. Aber trotzdem würde ich es riskant nennen. Nicht ganz so riskant wie die Eröffnung, die wir gerade gesehen haben. Und ich höre aus der Regie, dass wir gerade die Seite noch einmal neu laden, was aber kein Problem ist. Denn dafür haben wir dich. Nicht für Seite neu laden, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil du spielst ja jetzt nicht das erste Mal Schach. Und ich habe gerade heute gesehen, du hast auch schon gegen den Besten gespielt. Vielleicht einigen Leuten wird der Name ein Begriff sein. Magnus Carlsen. Mhm. Der Mann, er ist Schwede, glaube ich, oder? Norweger. Ja. Und den sieht man häufiger auf YouTube, weil er auch so kleine Gags macht. Da geht er irgendwie in den New York Central Park und versucht da diese Typen, die versuchen, andere abzuziehen im Schach, herauszufordern. Ganz lustig. Und es ist auch ein recht junger Typ. Gegen den hast du schon wie oft gespielt? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten noch keine offiziellen Turnierpartien gegeneinander, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich kenne ihn ganz gut. Ich war beim letzten WM-Match Teil seines Trainerteams. Da hat man immer so ein paar Minions, so Lemminge, die für dich so die Drecksarbeit machen, so die Computerarbeit dabei. Genau. Wie nennt man das nochmal? Das hat eigentlich einen Namen. Sekundanten? Genau, Sekundanten. Das ist ich bin Sekundant, würde ich auch gerne mal sagen können. Klingt so ein bisschen wie so ein Duell so aussehen. Ja, ja. Letzten Sekundant. Jahrhundert, ne? Vorletzte vielleicht. Ah. Aber ich meine, da musst du doch gegen ihn gespielt haben, wenn du Sekundant wärst, unter anderem von Magnus Carlsen, oder? Aber ich bin einer so der dümmeren Sekundanten. Die werden dann nicht so für Trainingspartien genutzt, weil es ist langweilig, das ist so wie. Ah, okay. Wenn du jetzt hier so ein Chat-Profi bist und gegen Ede spielst, sondern ich bin so eher so der. Hier, klickt die Knöpfe, Sekunden. Na gut. Aber ne. Guter Junge, Magnus Carlsen. Ich glaube, 27 jetzt seit 8 Jahren die Nummer 1 der Welt. Also mit 19. So lange schon. Also schon lange dabei. Enorm. Und ja. Das Spiel geht übrigens weiter. Wir sehen hier den zweiten Zug. Was jetzt Springer F3. Ich spiele nach wie vor perfekt. Der beste Zug. Entwickel den Springer Richtung Mitte und greif den Bauern da an. Von Etienne auf E5. Ja, zwei Der muss sich jetzt überlegen, ob er den verteidigt, aber vielleicht versucht, zum Gegenangriff überzugehen. Springer raus nach F6, die sogenannte russische Eröffnung. Ah. Oder? Da gibt es ja für alles lustige Namen. Die Holländer Eröffnung, russische Eröffnung. Alle Nationen haben eine Eröffnung, kann das sein? Ja, deutsche Eröffnung gibt es nicht. Es gibt so die Berliner Mauer. Das ist eine Eröffnung. Könnte noch entstehen jetzt nach Springer C6. Mal ganz kurz, im Ernst? Ja. Sehr gut, okay. Und? Die spanische Eröffnung wäre jetzt zum Beispiel, je nachdem, wo der weiße Läufer hingeht. Wenn er nach B5 geht, so sich neben den Springer stellt, dann wäre die spanische Eröffnung. Wenn er ein Feld kürzer geht, ist die italienische Eröffnung. Ja, ja. Also jetzt entscheidet sich so, welches Land wir repräsentieren. Die überhaupt gesehen, okay. Den Ruf gemacht haben. Der zweite Zug scheint vorbei zu sein. Hören die mich überhaupt? Der Dennis und der Jan? Einen Daumen hoch, wenn ihr mich hört. Etienne scheint ein bisschen verwirrt zu sein, darüber, wer ihn hört und wer nicht. Aber falls er. Will er mit uns reden? Ich bin auch ein bisschen verwirrt, da wir ja nebenbei reden müssen und es da schwer ist. Aber geben wir Etienne mal die Möglichkeit, wenn er möchte. Körpersprache ist ja. Voting-Phase. Ja, er ist überzeugt. Zuversichtlich, lehnt sich zurück. Scheint auch überhaupt nicht ans Spiel zu denken gerade. Oder? Nee, er wirkt nicht vertieft in die Partie bisher. Ich glaube, das ist noch Teil seines Heimstudiums hier alles. Hier. Springer raus, haben wir eben besprochen. Die Springer erst, die Läufer dann. So fängt man die Entwicklung an. Ja, ich würde dich ja jetzt auch gerne fragen, was man als nächstes zieht, aber das wäre wahrscheinlich unklug den Zuschauern gegenüber, beziehungsweise Etienne gegenüber, wenn man von dir, das ist wie bei Wer wird Millionär, wenn man den Zuschauer-Joker zieht und vorher schon sagt, was man denkt. Damit beeinflusst man ja unterbewusst schon die Zuschauer. Ja, oder bewusst, ne? Läufer B5.
In der Phase ist noch nicht entscheidend. Der Chat ist kompetent und jetzt können sie eigentlich wählen zwischen verschiedenen guten Zügen, ne? Und ja, eine ganze Menge. Dann werde ich es für Etienne zeigen, worauf er reagiert. Wir werden sehen. Du bist so auch Schach-affin. Ja, jetzt wieder. Jetzt wieder. Wo ich gehört habe, dass wir diese, na, seit einer Woche habe, weiß ich, dass wir diese Sendung fahren. Und habe mir da ein bisschen im Internet was angelesen. Immer ganz viele Züge im Voraus. Und ich hatte als Junge ein Schachbuch. Das ist alles. Mein Opa hat mir das beigebracht. Er lebt leider nicht mehr. Sonst wäre ich nach dieser Sendung direkt zu ihm gegangen und hätte gesagt, hey, ich habe heute mit einem Schachgroßmeister gesprochen. Aber der hat mir das beigebracht und auch wie Etienne lange nicht mehr gespielt, aber in der Schulzeit sehr, sehr viel. Ich finde es sehr faszinierend. Aber ich merke auch, dass mit dem Alter so ein bisschen die Kapazitäten verloren gehen. Das brauchst du mir nicht erzählen. Haare und Gedächtnis. Ist das ein Problem? Wirklich? Ist ein Problem. Also kannst du, ich meine, wenn du jetzt vielleicht an asiatische Kung-Fu-Meister denkst oder so, sie sind ja meistens 100 Jahre alt und super gut, aber bei Schach ist das anders? Da braucht man dann seine Gehirnzellen und die sind dann nicht mehr so zahlreich, oder wie? Ich weiß nicht, ich glaube, das Klischee ist immer noch, man, so wie unsere Fake-Bücher hier hinter uns, man denkt an so einen 50-jährigen Pfeifelrauchenden in seiner Bibliothek, der studiert. Aber in der Praxis sind doch nur die Weltspitze fast alle so zwischen 20 und 35. Also, ja, ich glaube, Gedächtnis und so ein bisschen auch Fitness, muss ich ja also schon 7-8 Stunden am Stück konzentrieren. Es wird schon schwerer im Alter. Ne? Gedächtnis, Fitness, wie sieht sowas aus? Wie kann man ich meine Gedächtnis und Fitness, also so separat. Ach so, ach, körperliche Fitness muss auch gut sein. Ja, Ausdauer oder ich weiß nicht. Wie beim Job oder ich vermute beim Computerspielen auch, wenn du so 8 Stunden am Stück gut spielen musst, dann ja. Ja, okay, ja klar, der Körper muss natürlich irgendwie auch Energie bereitstellen, um das Gehirn so lange funktionieren zu lassen. Ich würde so gerne wissen, was das ist. Das ist wahrscheinlich schon, ich kann mir das nicht vorstellen. Was ist die längste Partie, die du mal... Wir haben meistens so Bedenkzeiten im Schach, dass es nicht ins Unendliche gehen kann. Aber so 9,5 Stunden kann das, werden so die Rekorde. Werden so die Rekorde, oha. Also Standard ist so 4 Stunden und 6 kann es schnell gehen. Und aber dann baust du denn auch schon ab am Ende, oder? Ich baue so 2,5 Stunden weg. Dann baust du ab, okay. Na gut. Ja. Trotzdem bist du immer noch Schachgroßmeister. Ich finde es auch ganz interessant. Ist auf Lebenszeit, kann man nicht verlieren. Den kann man nicht verlieren. Trotzdem ist dein Elo immer noch über dem Richtwert. Der liegt bei wo und wie viel hast du? Ich weiß nicht, ob sie da. Richtwert, ich glaube, du meinst 2500 ist so, was man braucht, um Schachgroßmeister zu werden. Genau, ich habe noch einen Tick mehr. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie diesen Trade-off wollen. Aber ich muss immer so tun, als wüsste ich es nicht ganz genau, weil es uncool ist. Natürlich weiß ich 2643, aber so ungefähr 2600 irgendwas. Ja, genau, das stand auch hier auf Elo. Ungefähr Nummer 2 deutsche Rangliste, ganz genau. Ungefähr Nummer 2 plus minus. Checke ich jetzt auch nicht, stimmt. Springer so einfach lande. So, das scheint weiterzugehen. So, spielen die da oder? Etienne überlegt, was ist da los? Oh, Läufer B5, die spanische Öffnung. Und hier, wie angekündigt, Springer F6 raus, die Berliner Mauer wird gespielt. Okay. Ist tatsächlich so. Oder die Berliner Verteidigung heißt es, glaube ich, streng genommen. Du sprichst in Rätseln, aber ich sage ja zu Berliner Verteidigung und spanischem Angriff. Also bisher macht er alles richtig. Das hier ist die vielleicht populärste Eröffnung überhaupt auf höchstem Niveau. Also scheint sich, dass das Gardesche Heimstudium hier sich ausgezahlt hat. Ja. Etienne Gardet, sein Nachname ist ja auch gar nicht so unvorbelastet, was Schach betrifft. Den Ausdruck gibt es ja auch eigentlich, ne? Ja, wir hatten so ein bisschen die Diskussion ja schon, dass es uncool ist, Schach zu sagen, wenn man Schach spielt. Noch uncooler ist es, Gardet zu sagen. Gardet bedeutet Angriff auf die Dame. Ich bin nicht so der Französisch-Fuchs, aber heißt wahrscheinlich beschützt die Dame, ne? Gardet. Ja. Und das kann man auch sagen, wenn man so. Weiter geht's. Oh, Springer C3. Bisschen Zugeständnis vom Chat. Ist nicht der aggressivste aller Züge. Wie lame ist das denn? Ist sehr solide, überdeckt den Bauern da in der Mitte, den der schwarze Springer angegriffen hatte. Aber es gilt als nicht so gefährlich, weil man jetzt ein bisschen darauf verzichtet, Druck zu machen und den Springer aus so einem Verteidigungszug. Aggressiver wäre zum Beispiel die Rochade gewesen, ihm den Bauern dazu geben in der Mitte. Und ja. Andererseits muss Schwarze jetzt entscheiden, was er tun will. Erste kritische Geschichte. War die Rochade wäre aggressiver gewesen, weil wir dann den Turm früher im Spiel hätten, oder warum? Genau, wir mobilisieren uns ein bisschen schneller, wir legen den Springer noch nicht fest und können dann versuchen, im Zentrum ein bisschen Druck zu machen. Okay. Aber es gibt halt diesen Bauern her, also würde das so zum direkteren Schlagabtausch führen. Während Springer C3 sehr safe gespielt ist, alles ist verteidigt, alles im Griff. Okay. Aber ist nicht so, der Druck macht so. Gibt es sowas wie Körpersprache lesen beim Schachturnier, macht das Gegnerteam? Ich meine, man hat ja immer so eine gewisse Entourage hinter sich als Großmeister, schätze ich mal. Schön wäre das, schön wäre das. Ist das nicht so?
Ich habe nicht so viel Entourage, aber ich arbeite dran. Ich habe die Serie, war eigentlich mal so mein, ja? Mein Traum Lifestyle-mäßig. Ich brauche so meinen Turtle und Drama. Das und hast toll. Du leider nicht? Hätte ich jetzt anders gedacht, wenn du um die Welt reist. Du hast noch keinen Sekundanten oder wie muss ich das verstehen? Wieso nicht? Es kommt aber an. Es ist, ich bin ja so, sagen wir mal, zweite Klasse Profi. Ich bin gut, aber nicht absolute Weltspitze. Ne? Ich bin in der Welt so, keine Ahnung. Das ist um die 100 rum. Okay. Nee, das ja, ist ja, kann man an den Zahlen ablesen. Okay. Und da ist meistens so, dass die Leute eher alleine unterwegs sind. Und ich hatte es so, bei 1, 2, 3 größeren Turnieren, die ich gespielt habe, da heuert man dann einen Sekundanten an. Aber normalerweise ist man eher alleine unterwegs. Ist aber auch ein relativ kleiner Wanderzirkus, so dass du immer auf Turnieren alle kennst. Aber Leute, die jetzt rund um die Uhr für dich arbeiten, das ist eher so den Top Ten, sagen wir mal, vorbehalten. Wird Schach denn größer oder war es früher mal größer? Wie entwickelt sich das gerade? Kann man das sagen? Verändert sich da was? Es kommt, glaube ich, drauf an, was du misst. Ich glaube, die Schachclubs, so wie Leute so hingehen, um sich zu einer freien Partie am Abend zu treffen, schrumpfen ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, was du überall hast, ja, weil wir halt alle vorm Computer sitzen. Und online wird es größer. Online wird es größer? Ja, klar, selbstverständlich. Kann man auch gegen Geld spielen eigentlich oder ist es verboten? Ist tricky, weil du halt das Problem hast mit den Schachcomputern, die Schach-Engines. So mein iPhone spielt besser als jeder Mensch. Und das zu kontrollieren ist schwierig. Also das Thema gibt es häufiger natürlich so mit Online-Turnieren. Blitzschach, geht das? Ja, ist dasselbe Problem. Also selbe Problem. Ja, 3-Minuten-Partie kann man schon. Okay, ich glaube, Eddie möchte ziehen. Oh, das ist gewagt. Kein schlechter Zug, aber gewagt. Und zwar, er greift den Läufer an mit seinem Bauern. Ja. Zieht den Bauern einem vor. Aber der Läufer kann jetzt den Springer schlagen. Ja. Wir haben vorhin schon hier vorbereitungsmäßig gesagt, so Läufer und Springer ungefähr gleich gut. Ja. Er kann den Springer schlagen, er die schlägt zurück mit einem seiner Bauern. Das ist wahrscheinlich so unfassbar. Und dann ist sein Bauer in der Mitte nicht mehr falsch alles. Der Springer war derjenige, der den Bauern verteidigt hat. Ach Gott. Also könnte auf der anderen Seite, er hat ja gesagt, er ist der zweitbeste. Würde er nicht sogar so einen Doppelbauern? Hast du dich schon mal gefragt? Das auch, muss man warum? Aber. Was viele nicht wissen. A6, sehr verpflichtender Zug auf jeden Fall. Jetzt kann es zum direkten Schlagabtausch kommen, während vorher war ja so, beide Seiten ziehen ihre Springer gemütlich raus. Aber jetzt, wenn der Läufer provoziert, hier gegen den Springer sich zu tauschen, ist sehr riskant. Also verlassen wir gleich die Eröffnungsphase oder sind wir noch drin? Nee, wir sind schon noch in der Eröffnungsphase, aber wir sind nicht mehr so in der Chill-Eröffnungsphase. So, ich ziehe meine Jungs raus, du ziehst deine Jungs raus. So wie bei deinen Strategiespielen, wo du erstmal dein Dorf aufbaust in Ruhe und dein Gegner baut sein Dorf auf. Jetzt geht es hier schon in die Battle-Phase. Okay, du, ich sehe schon, du sprichst in unserem Jargon. Dorf aufbauen ist Dorf aufbauen, jetzt geht's in die Battle. Ich finde das schön, Etienne mal so zu sehen. Man sieht ihn selten so in sich gekehrt und ruhig. Ich habe Fehler überlegt. Ich hoffe, er hat hoffentlich die Fitness von der. Entdecken ihn die 10.000 Zuschauer nicht. Ist nicht so die typische Schachhandhaltung so. So schon eher. Ich mache mal so, glaube ich, mal überlegen. Ah, okay. Also, so schießschadenmäßig für die Augen. Und er scheint ganz verdecken zu wollen sein. Vor allen Dingen, da hieß es auch noch, die müssen sich beeilen. Die müssen sich ja überhaupt nicht beeilen. Wobei er nicht mal dran ist, ne? Trotzdem. Oh. Der Chat. Läufer schlägt Springer, der Chat ist. Schlägt. Brutal. Genau das, was du vorausgesehen hast. Das ist ein bisschen das Problem natürlich auch. Je mehr ich rumschreie, was der Chat machen sollte, desto wahrscheinlicher ist vielleicht auch, dass sie es machen. Ne? Also, ja. Vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ja, das stimmt. Aber wir haben, glaube ich, das ist nicht wirklich das Problem. Wir haben ja auch ein gewisses kleines Delay drin. Das, was wir hier sagen, kommt dann, wird er erst durchs Internet und dann auf den Mond geschossen, dann kommt es wieder zurück und es dauert immer. Apropos Mond, wir sind hier Konkurrenzsendung zur Mondfinsternis heute, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der geht erst noch unter. Oder? Ich glaube, 21:30 ein bisschen Zeit haben wir noch. Zumindest in der Werbung checken wir mal. Ich würde sie auch gerne sehen. Was stand in der Zeitung? Die längste Mondfinsternis seit 100.000 Jahren oder was? Ich glaube, bis 2123. Also ich denke, ich werde es schaffen bis dahin, aber vielleicht nicht alle Zuschauer. Ja, vielleicht also nicht alle. Eddie ist bestimmt nicht. Der Zeitpunkt. Der verbrennt ganz viele Gehirnzellen heute. Aber ja, harte Konkurrenz. Der Mond geht unter. Ich glaube, so ist es. Ich weiß es nicht. Wir haben sie heute gesagt, Mofi. Und ich habe keine Ahnung, wovon man spricht. Aber es scheint, dass es so gängig ist in der Mondfinsternis, dass die Leute einfach Mofi. Das höre ich von dir jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ich war auch verwirrt. Aber es kommt so ein bisschen wie Mofo. Ja, eben. Ich dachte auch, ist das was Schmutziges? Nee. Oh, nee, Mondfinsternis. So, jetzt hier schwere Entscheidung. Grundsätzlich sagt man, zum Zentrum
hinschlagen. Das heißt, wenn du die Wahl hast, hier mit einem der Bauern wegzunehmen, nimmt man häufig den, der weiter am Rand steht, dass er so in die Mitte geht. Aber häufig hast du im Schach, dass so unterschiedliche Regeln miteinander konkurrieren. Wenn du mit dem B-Bauern, der weg vom Zentrum steht, zurückschlägst, dann befreist du deinen Läufer nicht. Während wenn du mit dem Mittelbauern da schlägst, dann befreist du den Läufer, der dann rausziehen könnte. Ah, ja, also klar. Ist so eine Abwägung. Okay. Ich würde wahrscheinlich eher mit dem D-Bauern hier nehmen, um meine Dame und meinen Läufer gleich zu befreien. Ah, okay. Aber es ist so. Weil Figuren am Spielbrettrand wahrscheinlich nicht so effektiv, nicht so viele Möglichkeiten haben einfach, oder? Ja, aus der Mitte kannst du halt schneller so in beide Richtungen. Alle Richtungen. Ja, und wer das Zentrum kontrolliert, der kontrolliert meistens die Partie. Mit Zentrum meinst du die vier Felder da genau in der Mitte, oder? Ja, grundsätzlich Zentrum sind so, ja. Ich habe auch nicht gewusst, dass wir gleich so aggressiv spielen, dass wir hier wirklich auf Konfrontation gehen. Momentan gerade von beiden. Das ist auf jeden Fall eine Message vom Chat. Irgendwie zu sagen, okay, wir machen Mitschlagen. Er beschwert sich, glaube ich, dass der Chat gleich so. Wenn ihr das cool findet. Ja, das sieht so aus, aber das passt zu ihm, das hätte ich nicht anders erwartet. Also, ihr fühlt ja auch schnell Hintergang. Zeitpunkt. In solchen Situationen. Oh ja. Keine von euren Figuren angerührt, aber gut, jetzt sind die Handschuhe. Das Gute aber an meiner Persönlichkeit ist, dass wenn man gegen sie gewinnt, macht es also mehr Spaß. Weil wir spielen also mit Figuren schlagen. Jemand zu gewinnen, der dann sagt: Ach ja, was mir nicht so wichtig ist. Ja, das ist doch nur ein Spiel. Also, nein! Wir sind hier fucking ganz anderes Schach, als ich es kenne. Das ist das Wichtigste, was in diesem Jahrtausend erfunden wurde. Und da zeigen wir live Etienne, wie er gerade gegen, ich weiß nicht, wie viele Tausend haben wir denn? Aggro-Schach. Liebe Regie, könnt ihr das vielleicht einmal kurz durchgeben? Das würde mich mal interessieren. Es ist ein Millionenpublikum wahrscheinlich hier bei euch sowieso. Und gerade Schach ist ja eigentlich, was zieht immer. Ne? Also deshalb macht ihr das jetzt auch. Wir müssen in den Schachmarkt rein. Genau. Ist ja, was man häufig hört. Ja, klar, mal, 10.000 Zuschauer höre ich gerade. Werden uns doch schminken sollen. Das Lustige ist, dass wir gedacht haben, dass vielleicht schon nach 10 Minuten eine Partie gelaufen sein könnte, aber aufgrund der Zuglänge schlage ich mich wacker. Weil der hat echt 2 Stunden durchgehalten gegen 10.000. Man darf auch nicht vergessen, er sitzt ja jetzt drüben im Grunde alleine. Ausgesetzt in dieser Arena des Schachs. Und es ist im Grunde auch so ein bisschen Eigentherapie, ne? Sich da selbst zu unterhalten, weil. Ist schon unter Druck, ne? In einer für ihn fremden Welt, ne? Ist wie in der Wüste, fühlt er sich jetzt. Ja, total. Ausgesetzt. Alter, seid ihr aggressive Arschlöcher. Ganz ehrlich. Ohr, das ist einfach nur Schabernack, was ihr macht. Chat schlägt tatsächlich den Bauern da in der Mitte weg. Was natürlich. Ja, ich vermute, auch objektiv eine gute Entscheidung ist, aber ihn jetzt auch sehr unter Druck setzt. Versucht er sich den Bauern zurückzuholen mit Tricksereien oder versucht er die Figuren rauszuziehen? Ja. Also ist noch nicht chancenlos, die Stellung. Weil Schwarz hat, was wir das Läuferpaar nennen, beide Läufer noch. Wenn Weiß nur einen Läufer hat. Und das Läuferpaar ist immer so ein bisschen stärker als Springer und Läufer. Endzone hier. Also hat er ein bisschen Kompensation noch im Fachbegriff für den fehlenden Bauern. Und er kann jetzt auch versuchen, sich schnell zu mobilisieren, wenn er den Läufer rauszieht, der da zwischen dem König und dem Turm steht, dann die Rochade vorbereitet, kann er sagen, hier war ein strategisches Opfer. Und ich versuche jetzt hier zum Gegenangriff überzugehen. Aber psychologisch. Ich glaube, es hat ihn gebrochen schon, dass dieser Bauer fällt. Das kann gut sein, aber lass es uns nicht hoffen. Das, was du sagst, macht auf jeden Fall Sinn. Und schauen wir mal, was Etienne gleich macht. Im Vorfeld haben wir ja kurz gesprochen. Ich hatte ihm auch geraten. Das kann jetzt etwas länger dauern. Das Recht nehme ich mir jetzt aber auch mal raus, liebe Leute, ey. Ganz ehrlich. Ja, ich finde es auch okay. Wir sehen hier die Bedrohung. Etienne ein paar Sekunden ist freigespielt. Nein, aber das bricht einen natürlich auch. Wenn man am Anfang direkt so eine wichtige Figur verliert, das heißt wichtig, aber ich meine, naja, komm, Läufer. Nee, Quatsch, was hat er verloren? Springer? Nicht passieren, Springer und Bauer, ne? Also er hat den Springer und Bauern eingetauscht gegen einen Läufer sozusagen. Ah, ja, okay. Wenn wir so eiskugelmäßig denken, Läufer 3 Wert, Springer 3 Wert, Bauer 1 Wert, hat er einfach eine Eiskugel weniger. Ja. Gerade bei dem Wetter hätte man ja gerne mehr Eiskugeln. Absolut, sag ihm das nicht. Was könnte er denn jetzt machen? Vielleicht, was würdest du an seiner Stelle machen? Du sagtest gerade, Läufer rausziehen und Rochade vorbereiten. Ich würde den Läufer nach C5 im Fachjargon ziehen, auf diese Diagonale, wo dann sie auch so ein bisschen auf den Bauern auf F2 guckt, auf den feindlichen König, die Rochade vorbereiten und dann bereitet auch vor, mit der Dame in die Mitte zu gehen. So also das wäre so der Crazy Dick Moves macht, die ganze Zeit, glaube ich, aggressivste Zug. Das ist Bullying. Es gibt so ein paar taktische Tricks, die man überlegen könnte. Was aber zu kompliziert ist. Er könnte versuchen, den Bauern zu schlagen in der Mitte. Ja. Der weiße Springer deckt den Bauern, würde zurückschlagen. Ja. Und dann könnte er mit seiner eigenen Dame in die Mitte ziehen.
nach D5 oder D4 und beide Springer gleichzeitig angreifen. Ja, ja, ah. Also das sind so, ja, komplizierte Sachen, die er überlegen könnte. Weil ich ja nicht sicher bin, ob das hinhaut. Das klingt aber, was hat er jetzt gemacht? Er hat den Läufer fährt. Rausgezogen. Aber ach, den Läufer, ja, okay, ich seh's. Ja. Ist ein bisschen langsamer, also ist ein vernünftiger Entwicklungszug, man will die Figuren rausziehen. Kann ja, ich höre ihn nicht, ich sehe nur Jans, was ist denn hier eigentlich für ein Headspace, Leute, ey, ganz ehrlich, also wie sieht das denn aus hier? Er kann uns sehen, er kann nicht hören. Er kann uns anscheinend sehen, anscheinend in unserer Mimik auch so ein bisschen unser Feedback interpretieren. Ja, so geht's. Also ganz, ich sehe ja den Jan nicht, ne? Ich sehe nur seine Reaktion und muss jetzt deuten, er sieht wie der nur meine Reaktion. Meine Züge mimisch deutet und es sieht ganz schlimm aus. Sieht aus, als ob ich ihn persönlich angegriffen habe. Ich weiß nicht. Eigentlich schlägt er sich ganz gut. Also, na, ist okay. Aber Läufer E6 ist jetzt der erste Zug, den man vielleicht kritisieren könnte, weil es. So, hier, der Chat hat jetzt ab sofort nur noch 5 Sekunden Bedenkzeit. Hat die Dame angegriffen und der war gedeckt, los? Es gibt sich. Die müssen. Die dürfen nur noch eingeben und fertig. Gegnerische Springer. Nicht mehr nachdenken. Müssen der da in der Mitte steht, kann den Läufer dann schlagen. Der kann so zurückgehen, so. Okay. 2 gerade, 1 schräg und den wegnehmen. Schach. So. Emotionales Schach. Gibt es sowas? Emotionales Schach statt rationalem Schach? Emotionales Schach gibt es nicht. Wo man Schach, versucht. Wir sind alle vollkommen gefühlstot. Wieso gibt es die Figuren cool aussehen auf dem. Doch, ästhetisches gibt es. Schach. Man muss versuchen, die Bauern immer so doppelt reinzukriegen oder so. Da bin ich nämlich vorne. So 2 Bauern hintereinander. Da ist er falsch informiert worden. Ja. Versucht, alle Bauern in eine Reihe zu stellen. Pferd würde mir einen Gefallen. Keine gute Strategie. Juggern, ganz ehrlich. Damit wird er natürlich kommt man mal durch. Ich mache euch ein Angebot. Dann 3 von den C-Bauern. Wenn ihr mit den Bauern das sind das irische Bauern. Lass ich das Pferd die Iren stehen. Sind sehr sauer darüber. Nehme ich euch das Pferd nicht weg mit dem. Etienne macht gerade ein Angebot an den Chat. Oh, kleiner Scherz. Natürlich nehme ich euch das weg. Ah, die Rochade. Rochade. Rochieren. Haben wir vorhin noch geübt, die Aussprache von Rochade, ne? Mhm. Ja, da gibt es dann jetzt auch ein bisschen mit. Aber das können wir nochmal kurz ansprechen. Es gibt 2 verschiedene. Mit SCH und mit CH. Ja, korrekt ist natürlich wie alles, was wir Hamburger sagen, Rochade. Aber so also in Süddeutschland gibt es gleich viele, so Rochade sagen. Ja. Die aber auch China dann sagen zum Beispiel, ne? Also das heißt ach so, falsch. Ja, okay. Du bist auch Hamburger, ne? Du redest sehr hamburgisch. So. Ja, das ist dir aufgefallen. Ja. Nee, das stimmt. Oder Hochdeutsch, wie wir Hamburger sagen. Ja, das stimmt. Nee, ja. Ich glaube, in Hannover wohnt das Hochdeutsch, ne? War das nicht na, so? Das sagen die Hannoveraner, aber die haben auch viele komische Worte. So im Schachmäßig sagen so Turm und sagen das Hochdeutsch. Turm, Turm natürlich. Ne? So. Turm, ja. Wobei habe ich Schach noch nie gespielt, ganz ehrlich. So, jetzt sind es zu viele Optionen. Er hadert mit sich, ne? Ja. Und hier sind 78 Grad im Studio. Ich muss mich konzentrieren. Aber verständlicherweise sehr viele Möglichkeiten. Also er hat jetzt nichts Direktes, was er machen kann. Er muss weiter die Entwicklung fortsetzen. Also, was ich eben schon gesagt habe, den Läufer rausziehen und dann versuchen, auch die kurze Rochade zu machen. Das Problem ist nur im Schach so ein Tempo. Tempo nennt man ja einen Zug zu verschwenden, wie mit diesem Läufer nach E6, was nicht so wichtig war. Dann ist es immer schon schwieriger, gegenzuhalten. Okay. Also er ist jetzt ein bisschen im Hintertreffen hier wegen diesem. Okay, der Läufer also da, der war einen Zug anscheinend ausgeführt, dem nicht allzu viel gebracht hat und dadurch ist Weiß irgendwie aktiv geworden. Jetzt muss Eddie reagieren. Genau, er hat den Bauern weniger und er kann jetzt nicht mehr so direkt hier in den Infight gehen, weil er eben den, ja, mit dem Läufer in die Mitte dann Zugzeit verloren hat. Ja. Und jetzt sieht es gut aus für Weiß. Er hat den Bauern mehr und der Chat kann ja, versuchen, darauf aufzubauen. Ich werde nicht zu viel Züge verraten, aber es sieht, sieht schwer aus jetzt für Schwarz. Und man sieht auch hier, er ist im Tunnel, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Ich weiß wirklich, ich überlege gerade, wann ich Etienne mal das letzte Mal so nachdenklich gesehen habe. Es hat auch was Entspanntes, Schach. Hat was Meditatives auch, ne? Ja. Und was Sadistisches, wenn man Etienne jetzt. Oder mal so zuschauen. Oder das Zugucken, meinst du, ja. Genau. Tien tut mir schon ein bisschen leid. Aber er ist auf jeden Fall competitive, ne? Also er nimmt das ernst. Das ist nicht so, dass er hier lass eine lustige Schachshow machen. Ja, ist verständlich. Ist der beste Mann dafür. Ist das allgemein so? Ihr spielt ja wahrscheinlich so viel, ich habe mir ja so Nerd-Quiz angeguckt, aber auch viel verschiedene Computerspiele. Ihr sagt, geht schon auf Leistung immer, ne? Das ist nicht nur hier.
Ach, auf nein, es ist, also, wir sind ja auch schon leider ein bisschen älteres Semester teilweise. Und, auf, da ist ja, da kannst du ja nichts mehr, also das wissen wir schon, dass wir nicht gut sind in den Dingen, die wir tun. Aber wir machen sie mit Leidenschaft. Ja, das meine ich, aber man nimmt es trotzdem ernst, ne? Ja. Warum lacht der Dennis so? Warum lacht der Dennis so? Weil wir über Videospiele reden. Was war das? Was habe ich gemacht? War das super dumm? Ich habe irgendwas nicht gesehen. Nein, das war super gut. Eine von diesen 8 Millionen Optionen, die mittlerweile sich auf den Zug gemacht. Läufer D6, vernünftiger Zug. Greift den. Anlegen, habe ich nicht. Den Springer an deiner Mitte. 7.999.999 habe ich gesehen. Und ich hab, die eine habe ich nicht gesehen. Welche war es? Ja, jetzt glaubt er macht was richtig. Weißt du, Etienne, wir nicken. Sehr gut. Super. Ja, ich habe nichts. Ich habe was nicht gesehen. Ne? Ja, scheiße. Was habe ich falsch gemacht? Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Hm. Es ist die Dame. Es ist die Dame. Die scheiß Dame. Er weckt gleich auf. Ich die Angst. Er weckt gleich aufpassen müssen. Ich möchte nicht verraten, warum. Aber irgendwas machen Sie mit der Dame. Ich das hier wieder. Ja, hochtaktisch, schon. Hochtaktisch. Du hast das wahrscheinlich schon alles in deinem Kopf aufgelöst auf die nächsten 20 Züge im Voraus. Ja, ich bin ja im Prinzip bin ich wie Rain Man eigentlich. Nur ja, das Ich kann die Matrix. Ich habe meine Dame. Er dahin. Ich habe meine Dame. Genau so stelle ich mir das meine vor. Dame zu. Schön wäre. Ich meine Dame passt. Ist eher so wie Sprache sprechen. Wenn du was dein ganzes Leben lang machst, ist halt natürlich, weißt du, aber. Hätte ich die Dame? Trotzdem. Ich hatte überlegt, ob ich die Dame auf D4 stelle übrigens. Ja, ist ein guter Gedanke. Dame nach D4 versucht den Springer anzugreifen und den Bauern, aber auch zu Recht es verworfen. Geiler Mann. Nach Dame D4. Würde der Springer zurückgehen und Dame die Dame angreifen. Den hier bedroht. Okay. Sich dem Angriff entziehen und gleichzeitig die Dame wieder angreifen. Und das wäre Schlag ins Wasser. Also war richtig, es nicht zu machen. Das wär besser gewesen, ne? 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 Na gut, Mann. Du kriegst dich gut. Ja, das sind übrigens auch, das ist, glaube ich, jetzt der letzte Zug. Einmal machen wir eine kleine Pause. Wir müssen Eddie neu betanken. Und, D4 gespielt. Warum machen die das? Vernünftiger Zug wieder vom Chat. Chat ist stark. Ne? Ja. Okay, sie haben den Läufer. Kannst du es jetzt schon so sehen? Dass, also, was ist deine Einschätzung? Wie viel Zug sind wir eigentlich gerade? Kann man das irgendwo. Ich bin nicht so der Zählfuchs, so 8, würde ich denken. Okay. Auf der vierten Sprung C3. Ich glaube, wir gehen jetzt in diesem Moment auch nochmal. Ist das korrekt, Regie? Es wäre jetzt nochmal kurz in die Werbung gehen? Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir genau das tun, was wir gerade angekündigt haben, denn wir wissen ja, es ist sehr, sehr heiß, wir wollen nicht, dass ihr dehydriert. Holt euch lecker was zu trinken, macht, worauf ihr Lust habt, circa 5 Minuten habt ihr Zeit und dann geht's weiter hier mit Zugzwang der großen Schachpartie bei Rocket Beans. Bis gleich. Es geht weiter. Wir sind noch immer da und haben auch interessante Statistiken. Der letzte Zug zum Beispiel ist von 36,5% der Teilnehmer im Internet eingegeben worden. Das ist nicht die absolute Mehrheit, aber es ist über ein Drittel. Das ist beeindruckend, was für Analytics, wissenschaftliche Tools ihr hier hinter den Kulissen habt. Also jeder Move der User wird sofort ausgewertet. Ne? Ganz das genau. So sieht das Ganze aus. Wie beim Bäcker mit einem schicken Kuchen. Aber wir gehen jetzt wieder am besten zurück zu Etienne, denn sein Match läuft noch immer, noch ist nichts entschieden. Vielleicht von dir eine leichte Einschätzung, tendenziell geht's wohin, wer gewinnt? Also so nach meiner Eiskugeltheorie, Chat, eine ganze Eiskugel vorne, auch Körpersprache. Er ist konzentriert, aber er sieht nicht zufrieden aus. Ne? Ja, das stimmt. Wenn Chat klingt, glaube ich, sehr zufrieden. Aber das sieht Etienne nie aus. Ne? Etienne ist nie zufrieden. Ich kenne das Problem, ich schüttel auch mal den Kopf von meinem Gegner, frage mich mal, Tapotier, stand es auch gut, warum hast du die ganze Zeit den Kopf geschüttelt? Ich kriege das gar nicht mit. Man weiß ja nicht, wie man selber aussieht. Ist es so, gut. Und er macht die Rochade. Vernünftig. Vernünftig nennt man das, okay. Der einzige Zug im Schach, wo man zwei Figuren zur selben Zeit bewegen kann, ne? Oder ja. Fast zur selben Zeit. Ungewöhnlich. König und Turm agieren beide. Genau. Liegt daran, dass die Türme sonst so schwer ins Spiel kommen. Wenn sie da in der Ecke rumstehen die ganze Zeit, dann dauert das. Jetzt weiß ich auch, wo man das Denksport nennt. Aber es ergibt doch auch interessante taktische Möglichkeiten. Ich meine, es gibt ja auch zwei verschiedene Rochaden, die große und die kleine. Da steckt doch bestimmt mehr hinter. Also ich meine, du als Schachgroßmeister hast du doch bestimmt schon den einen oder anderen Trick aus dem Hut gezaubert mit so einer Rochade, oder? Kann man noch mehr draus machen? Ich bin ja sehr feiger Schachgroßmeister. So lange Rochade ist meistens so ein Angriffssignal, so... Wir rochieren zu unterschiedlichen Seiten des Brettes. So sehen wir, stehen sich beide Könige gegenüber. Das heißt, da wird es nicht so viel Action geben, nicht so viel Angriffe fährt man, weil man damit den eigenen König in Gefahr bringen kann.
Okay. Wenn ich jetzt als schwarzer Langroch hier zur anderen Seite, dann heißt es, okay, ich bin hier, greif mich hier an und ich greif dich da an. Das heißt, die Lager sind sehr weit voneinander entfernt. Also ich versuche mal eigentlich immer so auf die Seite zu gehen, wo auch der gegnerische König ist, weil dann kann einem nicht so viel zustoßen. Das ist so die feige Option. Aber ich bin sehr gut im Einhändig-Rochieren. So. Es ist so wie mit Pokerchips spielen. Ich kann mit einer Hand so Turm und bist du da auch Großmeister drin im Einhändig-Rochieren? Das ist wahrscheinlich mein größter Skill. Dein größter Skill? Würde ich sagen. Wow. Wir schauen weiter aufs Schachbrett, in dem sich gerade nicht viel tut. Aber ich finde es schwierig, dem Ganzen zu folgen. Der Chat hat gerade... Der Chat ist brutal stark, muss man sagen. Ist das schon wieder so ein brutaler Zug? Läufer G5 auch saustark gespielt. Der entwickelt den Läufer, weil die letzte Figur noch nicht entwickelt ist. Und gemeinerweise fesselt es den Springer. Fessel, sagt man, ja. Springer könnte jetzt zwar wegziehen, aber dann würde die Dame geschlagen werden, die dahinter steht. Ja. Und deshalb ist der Springer jetzt gebunden. Oh ja. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmer Zug. Und Etienne hat eine schwere Entscheidung. Was man überlegen könnte. Hat, dann an Etiennes Stelle? Aber ja, mal gucken, was er zu erzählen hat. Keine Läufer mehr, also es ist ja dann auch nicht geil für ihn. Erzählt er oder murmelt er? Ist er eingeschlafen? Ich glaube, er hat so laut nachgedacht. So, ich schlage den Springer, der Mauer schlägt zurück und der Läufer weg. Ist ja auch blöd so nach dem Motto. Sollten nicht so viel Bier in der Werbung ausschenken. Ist das ein Problem bei euch, der Alkoholismus, auch in der Werbung? Nicht nur, also es hat nichts mit Tageszeiten oder Werbung oder so, es ist ein generelles Problem. Aber ihr seid auch rund um die Uhr auf Sendung, ja, da muss man den Pegel auch halten dann wahrscheinlich, ne? Oder wie funktioniert das? Ja, das würde ich so unterschreiben, aber kann ich so hier jetzt, muss ich Nein sagen. Ach so, ja, okay, das verstehe ich. Nein. So behind the scenes. Es sind auch schon lustige Fauxpas passiert da tatsächlich on air, aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Fair enough. Zum Schach zurück, was ich sagen wollte. Yeah. Er kann sich überlegen, ob er den Springer schlägt. Da, mit dem Läufer könnte er den Springer schlagen, der da in der Mitte steht. Ja. Der ist gedeckt von dem Bauern, dem D4-Bauern. Bauern ziehen ja gerade, schlagen aber diagonal. Also der Bauer vor der Dame würde zurückschlagen. Und dann sieht man, wäre keine Figur mehr zwischen den beiden Damen. Also er könnte schlagen mit dem Läufer, der Bauer schlägt zurück. Und dann könnte er die Damen tauschen, indem er mit seiner Dame von hinten die weiße Dame schlägt. Würde aber zurückgeschlagen werden vom Turm. Würde auf einmal viel Material vom Brett verschwinden. Aber woran würde er das festmachen, ob das Dame zu tauschen jetzt eine gute Option ist oder eine schlechte? Also es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, er steht schlechter, weil er nach diesen Vereinfachungen immer noch einen Bauern weniger hätte. Ja, okay. Aber insgesamt, okay, ja. Es macht das Ganze vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Und es gibt auch noch einen weiteren Faktor, der aber sehr langweilig und profimäßig klingt. Die Läufer, die dann noch übrig bleiben würden, in der Variante, die ich erzähle. Wir schlagen den Springer, der Bauer schlägt zurück, wir tauschen die Damen, Turm schlägt zurück. Dann haben beide Seiten noch einen Läufer. Aber es sind ungleichfarbige Läufer, nennen wir das. Sprich, Weiß hat den schwarzfährigen Läufer, steht da auf G5 auf dem schwarzen Feld. Und der Schwarze hätte den weißfährigen Läufer, wie gesagt steht. Und die können sich gegenseitig nicht in die Quere kommen. Nein. Das heißt häufig, dass es eine höhere Remis-Tendenz gibt. Weil die Läufer ja gegenseitig sich können sich nichts vorbei, tun. Genau. Und das würde, wenn man davon ausgeht, pessimistisch, dass das Beste, worauf Etienne hoffen kann, vielleicht eine Unentschieden ist, wäre es vielleicht keine schlechte Option. Klingt erstmal ein bisschen negativ, aber ist beim Schatten tatsächlich absolut legitim. Sorry, macht man das nicht auch so? Dass, ich muss kurz überlegen. Ja, Etienne, überleg gerne. Ist es nicht so, dass du, also ich meine, beim Schach, also gibt es ja große Unterschiede, dass man versucht, gegen kleinere Spieler auf Gewinn zu spielen, gegen große von vornherein versucht, auf Remis zu gehen? Also ich mache es auf jeden Fall so. Es gibt natürlich so die Idealisten, die sagen, nee, ich möchte schön spielen und jede Partie ist für mich. Aha. Die Tiefe des Spiels beeindruckt mich. Ich bin eigentlich ein Bulli. So gegen die Schlechteren versuche ich zu gewinnen, gegen die Großen so unten treten, oben ducken, ist so mein Motto immer. Sehr feige gegen bessere Spieler, sehr aggressiv gegen schlechtere. Aber ändert man dann auch seine Eröffnung, nimmt mehr Risiko gegen schlechteren Spieler und versucht sehr solide zu spielen gegen bessere. Hat das Internet da ein bisschen was verändert, dass man durch die ganzen Statistiken sofort sieht, wie gut der Gegner ist? Nee, wir haben ja diese Elo-Zahlen im Schach, das wusste man auch schon vorm Internet, kannst du immer einschätzen. Oh, der hat mehr Elo als ich oder der hat weniger Elo als ich und wie groß sind die Abstände? Ja, ich meine aber jetzt normale Leute. Ich weiß, bei dir haben sie alle Elo, aber wenn ich jetzt gegen einen Kumpel, meinen Nachbarn spiele oder so, im Internet siehst du das ja auch, ne? Du hast hier, ich kann im Internet mein Elo rausfinden, oder? Ja, genau, wenn du auf einem Schachserver spielst hier bei uns, Chess24 oder wo auch immer, dann hast du nach ein paar Partien hast du deine Elo-Zahl. Genau, und dann siehst du ja, dein Gegner hat auch eine Elo-Zahl. Ja. Und daran kannst du es dann schon. Wie wird das Elo denn errechnet? Ich bin nicht so schlau. Es ist irgend so ein ungarischer Mathematiker, nachdem es benannt. Apat Elo. Grundsätzlich, wer ich gegen einen gewinne, der genauso gut ist wie ich, kriege ich 5 Punkte dazu. In meinem Fall, wenn ich gegen einen verliere, der genauso gut ist, werden mir 5 Punkte abgezogen. Okay, ungefähr und so. Okay. So pendelt sich das an. Okay.
Im Internet springt das immer ein bisschen schneller. So. Ich glaube, er hat die Hand auf seinem... Ah, ne. Er hat sie über dem König, aber ich bezweifle, dass er ihn ziehen möchte. König wäre... Nee, kannst du nicht bringen. Nein, er würde ihn ja nur in die Ecke ziehen können. Das war, glaube ich, nur die Perspektive. Er zeigt natürlich auch gute Instinkte, dass er weiß ja, man muss auf die Nummer 1 aufpassen, auf den König. Ne? Selbst wenn er ihn nicht ziehen will, er fühlt sich seinem König verbunden, was sehr wichtig ist. Ja, so viel interpretierst du das schon in die Körpersprache rein. Das ist interessant. Mhm. Ein bisschen den Etienne analysieren. Jetzt den Turm vielleicht? Möchte er den Turm ziehen? Kann man machen, würde den Status quo nicht so verändern, den Turm hier ein zur Seite. Aber wäre auch kein Fehler. Den Turm auf E8, sagst du, ja? Genau. Ja, in der Mitte wird sich eine Menge tun. Da noch so einen Turm in der Hand zu haben, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, und Türme, es ist gut, wenn man die Türme auf den offenen Linien hat, also auf den Linien, wo keine Bauern mehr sind. Ja. Aber es gibt auch halboffene Linien. Hier bei Etienne hat er einen Bauern verloren schon, sein E-Bauer ist weg. Ja. Also wenn er den Turm da jetzt hinstellt auf die E-Linie, die ist trotzdem halboffen, weil sein Bauer nicht mehr da ist. Der Turm hat potenziell schon relativ freie Sicht da. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, zumindest für uns bei den Schwanzfiguren. Das sind zwei Läufer nebeneinander, ne? Genau, ja. Auf D6 und E6. Und der Weiße hat nur noch einen Läufer, aber man sieht auch, der Weiße kontrolliert die Mitte so ein bisschen. Die beiden Bauern da auf D4 und E4. Ja, was heißt ein bisschen zu... Also er kompliziert sie fast komplett. Ne? Das ist schon nicht schlecht, was Chat da gemacht hat. Oh. Oh, Leute, ey. Ich bin ein bisschen skeptisch, gucken mal. Sind schöne Bilder natürlich, dafür ist Schach auch bekannt. Ja, ich mag das auch super gerne. Deswegen gucke ich auch gerne Fußball, weil da auch mal der Mund gehalten werden kann. Ja, mir ist Fußball zu langweilig. Also im Schach hast du ja immer Action hier, ne? Ich meine, da Augenbraue zuckt zu Fußball, so 1-1 stehst, 90 Minuten im Regen, aber das ist echt nicht so spannend. Ne? Aber eine 6-Stunden-Partie, sowas hier, kannst du denn spannend? Ja, das ist ja ein Highlight nach dem anderen. Da hier jetzt Haare im Bild, zack. Immer was los. Ja, ohne Spaß. Noch könnt ihr das Remis annehmen, Leute. Wie sieht's aus? Remis? Also Standing Offer, ne? Jederzeit. Jederzeit Remis. Scheiße. Ich habe das Gefühl, das, was ich jetzt mache, ist spielentscheidend. Ich meine, wenn man auch nicht in Übung ist, merk grad, ist ja tatsächlich auch Sport. Grenzen ist. Also viele sagen Intelligenzstoß und das ist irgendwie wie auch mal interessanter, so visualisiert zu sehen, wenn du an diese Mauer kommst, so ab hier bist du dumm. Okay, ich wollte nur mal gucken. Gut, ich mache jetzt was. Er hat recht, jetzt ist eine schwierige Situation, weil er eben ein bisschen schon versucht, den Kopf zu schütteln. Ich glaube, er hat vor, den Läufer auf E6 zu ziehen, aber er hat kein besonders gutes Feld, wo er hingehen könnte. Und ja, das ist ein Fauxpas. Okay. Fauxpas ist falsch, war das kein guter Zug. Der Springer, das ist das hatten wir vorhin schon das Thema. Ne? Ja, das ist leider kein guter Zug. Und ich glaube, ich setz hier auf die Schwarmintelligenz wird da zuschlagen, ne? Ja, schauen wir mal. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ich hätte es genauso gemacht wahrscheinlich. Deswegen Gardé übrigens. Hier hat er den Namensjoker hat er trotzdem nochmal eingebaut. Nicht schlecht. Wie nanntest du es? Man outet sich als Anfänger? Nee, aber das war doch, ja, genau, weil er ja Gardé heißt. Ne? Also dann, okay, er hat es erfunden. Er darf das, so. Ne? Ist ja Familientradition. Ja, genau. Eine alte Schachspielerfamilie. Die Gardés. Er hat jetzt gezogen, kein Zurück. Jetzt wartet er auf die Reaktion vom Chat. Ihr könnt abstimmen. Wie sind da die Regeln bei euch? Ist das so, sind das harte Regeln, so mit berührt geführt, wenn er irgendwas das angefasst hat, muss er es ziehen und keine zurücknehmen? Wir haben generell nur sehen zu können. Regeln jeglicher Art. Weil du siehst heute müssen wir in die Augen von, das ist so wie in die enttäuschenden Augen deiner Eltern zu gucken, wenn du irgendwie betrunken nach Hause kommst oder so. Ich bin nicht sauer, Papa, ich bin nur leid. Ja. Das ist schlimm, da wir ja eigentlich Etienne versuchen aufzubauen. Und wir sind auf seiner Seite, ne? Er sieht das gar nicht so. Genau. Er hat Zweifel an seinen Fähigkeiten, dass er unsere Reaktion findet. In dem Moment dachte ich, fühlt es glaube ich auch eher so als Prüfungssituation, ne? Schau ihn dir an, er ist zerstört. Auch der Hund, keine Hilfe mehr.
Das ist faszinierend, wie schnell so ein Mensch zusammenbrechen kann auf dem Schachbrett tatsächlich. Ne? Ja. Sprengerschlicht G4, das war das Problem. Ich wollte es nicht aussprechen, aber haben wir ja vorhin schon diskutiert. Ja. Ne? Und jetzt kann man nicht gut zurückschlagen wegen dieser Fesselung. Wenn der Springer jetzt Schlüge. Ja, kann er nicht, die Dame. Ist es Schlüge oder Schlüge? Schlicke. Schlicke? Wusstest du doch, dass er mit Schlicke kann auch sein. Ja, Springer Schlicke. Dann würde die Dame geschlügen werden auf D8 von dem Läufer. Mhm. Und Dame ist die wichtigste Figur neben dem König. Das wäre ja. Können wir nochmal zurückspulen? Sieht nicht gut aus. Etienne würde gerne auch zurückspulen. Vor. Ja. Oh Gott, das war eben gefragt nach den Regeln. Geht leider nicht. Mega. Diese Fähigkeit. Mega. Nein. Also eigentlich schon, aber nein. Hä? Ich greife. Wie viele Eiskugeln ist er jetzt? Jetzt ist er 4 Eiskugeln im Hintertreffen. Ne? Also es waren eben 3 Eiskugeln für nix im Prinzip. Hast du das Eis gekauft? Stracciatella, Vanille, Erdbeer, einfach weggeschmissen. Ne? Unmöglich. Was hab ich mir denn dabei gedacht? Was war denn? Und jetzt gegen Eddie spielen hier, das ist eigentlich gemein, das jetzt einzublenden, finde ich. Jetzt hier auf den Zug, der eigentlich schon eingefahren ist, noch aufspringen. Der jetzt, naja gut, all den Zügen, der vielleicht kann auch einer jetzt nochmal richtig querschießen. Jetzt machen wir die Trolls, die hier voten so für Damenopfer. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Berufszweig, der nicht so intelligenten Menschen benötigt und pünktlich um 21.30 Uhr immer Feierabend hat oder sowas. Oder die ganzen schlauen Leute sind jetzt hier im Mondfinsternis gucken gegangen, ja, genau 21.30 Uhr. Genau. Jetzt sind nur noch die Trottel übrig, die sagen hier, was draus passiert ist. Mondfinsternis, eine Aktivität nur für schlaue Menschen. Die Mofi. Die Mofi. Und ich glaube, so dunkel wie Etiennes Gesicht kann die Mofi gar nicht sein. Oh nein. Ja, ist im Prinzip jetzt schon fast gelaufen. Ja, wie schon oft angedeutet, das ganze Match steht unter keinem guten Stern, zumindest spätestens seit dem letzten Zug. Was ich mir dabei gedacht habe, ich habe den Zug dreimal vor meinem inneren Auge durchgespielt und jetzt, wenn du den dann siehst, wenn er gemacht wird, ist er nicht so wie in meinem Kopf und ich raff's einfach, diese Diskrepanz verstehe ich gerade nicht. Er beschwert sich über die Diskrepanz zwischen seinem Kopf und der Realität sozusagen. Also genau, aber das Weltschmerz ist gleich der Fachbegriff. Weltschmerz? Meinst du nicht? So, wenn die Welt nicht so ist, wie man sie sich vorstellt in seinem Kopf? Ja, schön, schöner Begriff. Das ist genau das, was ich gerade meinte, dass wie Sport ist, dass du dein Gehirn ja auch in gewisser Weise trainieren musst auf so eine Schachpartie. Und ich glaube, nach einer Woche kannst du schon bestimmt 2-3 Züge mehr in Zukunft berechnen, oder? Im Voraus. Also sein Gehirn drauf zu trainieren, sich das alles so vorzustellen, das nimmt doch bestimmt mit jedem Tag der Übung exponentiell zu, oder? Das glaube ich auch. Wenn er jetzt 10 Jahre nicht gespielt hat, ist er der absolute Blöder. Die Reflexe sind da so ein bisschen weg. Ne? Aber ich denke auch nicht dran, der Springer steht da so schön in der Mitte, dass der Springer auch zurückgehen kann dann, um den Läufer zu schlagen. Okay, ne? Ist auch so will dir zustimmen, schwer, dass die Sinn Barriere, wenn man nicht im Training ist, da mit der zweiten mental Partie anzufangen. Mental dran zu denken. Ich bin auch rhetorisch gewiss. Etienne stellt gerade eine Anfrage. Wir haben nicht zugehört, weil ich bin. Nach diesem Fehler? Es ist schwer schon jetzt, ne? Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen, jetzt ehrlich gesagt. Nee, ist ein Drops gelutscht Territorium tatsächlich schon. Ja, so ein bisschen, ne? Also wahrscheinlich würden Spieler, die häufiger spielen, das jetzt auch schon sehen und Remis beziehungsweise aufgeben, in Etiennes Fall, meine ich. Kann sein, ne? Ich glaube auch, dass der Chat zu stark ist das Problem. Ja. Also ich glaube nicht, dass die noch einen Fehler machen, so auf. Aber das könnte noch passieren. So Etienne könnte rauskommen, wenn jetzt der Chat mal einen Fehler machen würde, im Vergleich zu Etienne, der jetzt am Anfang 1-2 gemacht hat. Also weil ich es überblicken kann, der Chat hat bisher perfekt gespielt. Ja. Also ich hätte, es könnte sein, dass ich auch überhaupt keine Chance habe gegen den Chat. Ne? Also wenn da die Jungs mit den Engines oder die Hardcore-Schachleute die Oberhand haben und immer für den besten Zug voten, hast du halt keine Chance, egal was du machst. Ne? Ja. Und deshalb befürchte ich, dass hier nichts mehr zu retten ist, selbst wenn er hier jetzt noch mal einen raushaut. Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass wir den dritten Test, den wir, glaube ich, gestern oder vorgestern gefahren haben, als erfolgreichen Test abschließen konnten mit einem Sieg, beziehungsweise großen Vorteil für unseren testenden Fabian Krane, der diese Sendung auch realisiert hat. Der hat gestern noch mal gespielt und der hat sich gegen den Chat durchgesetzt tatsächlich. Es wurde zwar nicht zu Ende gespielt, aber so viel dazu, es ist tatsächlich alles offen, nur weil wir hier dann die ganze Zeit auch noch in der Fernsehsendung, wo man auch noch das Gefühl hat, man muss jetzt was machen. Obwohl vielleicht war er auch zur Testsendung. Ich hätte noch 5 Minuten nachdenken können. Dann nicht, hat der Schwarm nicht seine volle Kapazität. Ich hatte noch nicht das Gefühl, ich bin wirklich ready. Mitgebracht. Aber dann denkst du dir, naja, du kannst jetzt hier nicht 10 Minuten über den Zug nachdenken. Wollen natürlich jetzt auch. Richtig. Das kommen sie alle an, ist etwas, das Garry Kasparov zum Beispiel nicht stört. Wenn der gegen irgendeinen Schachcomputer spielt. Der nimmt sich dann irgendwie ein Sandwich, geht vielleicht noch angeln, schreibt ein Buch, kommt zurück, macht seinen Move.
Sagt Kasparov. Schade, ich hatte bis dahin, aber das war auch echt fucking gut, was die da gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt oder so, aber da richtig krass haben sie mich da in die Ecke gedrängt und im Tennis würde man sagen Unforced Error, aber der Move war natürlich durch nichts zu entschuldigen. Es ist echt ein bisschen schade. Alles zunichte gemacht, was ich mir davor so ein bisschen... Schwierig beim Schach anderen die Schuld zu geben. Das macht es auch ein sehr frustrierendes Spiel. War schon... Die fünf Phasen der Trauer sind das, glaube ich, die man da sich so angucken kann. Sind das fünf gewesen? War das nicht mehr? Ich glaube fünf. Ich kann es nur auf Englisch. Dapta. Denial, Anger, Bargaining, Despair, Acceptance. Ich glaube, jetzt gewinnt er es noch. Er ist noch so. Mhm. Vielleicht nur in der Denial-Phase tatsächlich. Ja. Und hier, sein letzter Zugläufer nach B4. Es war nicht mehr viel zu retten. Also ist jetzt kein Zug, der die Sache schlechter macht, aber auch nichts, der es jetzt rausreißt. Das ist auch das Problem, wenn du gegen einen Chat spielst, der so gut wie perfekt spielst und deine Stellung ist schlecht. Du kannst das nicht mehr ändern durch eigenes gutes Spiel. Ne? In einer schlechten Stellung gibt es keine guten Züge, sagt man. War eigentlich keine Chance. Ja, aber also es, Möglichkeiten muss es ja noch einige geben, dieses Spiel zu gewinnen. Die Frage ist nur, welche natürlich, klar. Aber mal, also ich meine, wenn du jetzt dieses Spiel vorgesetzt bekommen willst. Geil. So gut, ey. Die sind so gut. Richtig geil. Die sind ein schönes Pferd angreifen. Mhm. Nehmt euch nur alles, was mir gehört. Ja, 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 das sagst du. Das Ding ist, das gebundene Pferd. Die Targaryens oder wieder, was? Ne? Mhm. Vielleicht mal ein, zwei Minuten Waffenstille. Auch mal so, wie ich irgendeinen Move machen, der nicht irgendeine Gefahr für einen bedeutet. Nee, ihr müsst echt so unsympathisch Schach spielen. Gibt's das auch? Unsympathical Chess. Game of Thrones. Hast Referenzen du unsympathical auch, ne? Ja, sicher. Chat. Übrigens. Viele Versteckte auch, die man nur selten mitbekommt. Also, das sind auch unsere größten Gags. Ihr wollt das Pferd? Das ist schade daran, dass die größten Gags manchmal gar nicht erkannt werden. Ja, das ist ja diese 10% Gags, die ja nicht alle verstehen. Das schafft ja noch eine engere Bindung zu eurer Community. Stimmt, genau, ne? Ja. Also schwer jetzt. Der Springer kann nicht wirklich wegziehen, weil dann die Dame fällt. Und wenn der Springer nicht wegzieht, wird er halt geschlagen. Entweder vom Bauern oder von der gegnerischen Armada da. Wir sehen, der Springer, der Läufer und der Bauer stürzen sich alle auf das gardesche Pferd. Und der weiße Materialvorteil nimmt hier einfach überhand. Es ist so wie Danny Targaryen mit, wenn du die ganzen Armeen am Start hast, ist es halt schwer einfach. Egal wie trickreich du bist. Du kannst mit drei Figuren nehmen. Okay, also wenn ich da hingehe. Das man merkt aber, Etienne hat schon gerafft, dass dieser Springer da ein ganz schwieriges Feld ist. Aber was man auch sagen muss, er kennt schnell die Lage, wenn es nicht gut aussieht. Ne? Er hat diesen einen Fehler gemacht, auf G4, das dann aber auch gleich geortet. Okay, hast du gesehen? Er hat den Bauern ganz außen gezogen. Ja. Was sagst du dazu? Gut, die Lage, die Situation ist verzweifelt. Da kann man auch harte Maßnahmen jetzt mal ergreifen. Horse against a horse. A Springer, a jumper versus a jumper. Auch multilingual, ne? Ja, absolut, ja. Das ist nur der Anfang. Nee, der Gedanke dahinter ist vernünftig. Er versucht halt, den Gegner und Springer anzugreifen. Dann das er mir die Dame hier. Abzulenken. Das ist ja das ganze Problem hier. Dieser kleine, fiese Typ, der dieses Pferd sozusagen immobil, wie sagt man, das war super smart, ey. Also eigentlich ein richtig geiler Move. Wenn das nicht vom Feind käme, würde ich das auch zugeben, aber meinst du, er sieht jetzt schon, dass er keine Chance mehr hat? Oder sieht er noch Chance? Das sind wieder die fünf Phasen der Trauer. Ich glaube, wir sind jetzt schon nicht mehr in der Denial-Phase. Nee, kann er gar nicht. Kann er nämlich nicht. Weil er da nämlich vielleicht sogar schon eine Akzeptanzphase langsam. Die Rache des Bauern, Kapitel 1. Ja. Naja, scheint bei mir haben die Bauern Namen, Kapitel auf und will Rache schwören. Es blitzt noch in den Augen, ne? Ja, ja. Das ist Geronimo. Geronimo der Haarbauer. Meistens gibt man ihm Namen, die mit Haaren anfangen, so Harry oder so. Warum nicht Geronimo? Naja, er kann ja jetzt nach G rüberschlagen. Vielleicht ist das eine kleine Andeutung. Das stimmt. Vielleicht kann er zu Geronimo werden. Ja, das ist ein Gebrüder Geronimo.
Bauern kann ja auch zur Dame werden im Schach. Es gibt auch Sex-Changes, alles Mögliche. Aber er kann tatsächlich von das Harry zu Geronimo werden. Ja, das stimmt. Holt's euch. Ist das Jahrtausende altes Schach tatsächlich sehr passiv? War nur hier Tease, ne? Von der. Das ist jetzt aber Psychospiele hier. Hat angetäuscht, hier nach H6 zu gehen. Ah, ich hatte mich schon gewundert. Das hat mich auch irritiert. Aber dann doch den besten Zug gemacht. Springer schlägt F6 Schach. Jetzt werden die Springer zwar getauscht, aber das war Etiennes Idee, dass er nicht seinen Springer für den Bauern hergeben muss, sondern für den anderen Springer. Aber jetzt das Problem, dass sein König so exponiert ist. Er muss jetzt mit dem Bauern zurückschlagen, mit Geronimo. Und der wird dann wahrscheinlich sein Leben lassen. Es sieht nicht gut aus, einfach für Schwarz. Das ist übrigens Schach. What? Ist Schach. Ja, das scheint Eddie auch gerade gar nicht selbst realisiert haben. Dazu ist es denn doch gut, Schach anzusagen. Ja, ist nicht so wichtig, weil wir den Springer ja wegnehmen, ne? Aber ja, stimmt, trotzdem war noch mal so ein bisschen nachtreten, ne? Ist hier nicht nur dein Springer weggenommen, sondern auch noch Schach. Ja, aber finde ich, muss man auch anmerken, ist ein kleiner Milestone, wenn man das erste Schach erreicht, hier in dieser internationalen Schachpartie, die um die Welt düst. Ist Schach, glaube ich, nicht das Spiel für mich. Es ist ein Spiel, das einen einzigen Fehler so brutal bestraft, vorausgesetzt, der Gegner macht keinen Fehler, weil die Chance bei 10.000 Zuschauern relativ gering ist. Ja. Hat recht, ne? Ist nicht wie Tennis. Im Tennis kannst du einen Punkt selbst vergeben bei unseren 10.000 Zuschauern. Ein Fehler und es ist häufig durch. Ja. Weiß ich nicht. Ich würde dieses Experiment gerne mal bei RTL 2 probieren oder so. Was? Ich gehe mit dem Turm dahin. Ja, aber dann ist der halt weg, ne? Ja, und ich lass, was? Was Turm? Ich mach den Turm, mach ich dahin. Ja, aber dann hast du ist mir egal. Ich lass mir doch von dem nicht sagen, wo ich meinen Turm hinmachen kann. Aber unser Chat halt, ne? Nee. Ich habe das mal ausgerechnet. Die Chance ist 38,4% Wahrscheinlichkeit, dass er als nächstes den Bauern bewegen. Ja. Hallo, hier ist das Reddit Circle Jerk. Wunderbar, wie er da den Schulterschluss angeht. Wir sind seit 78 Jahren im Schachclub übrigens. Wir machen auch mit. Ah, hallo, hier ist der Mr. Jan Christoph aus dem Fanclub von chess24.com. Wir haben uns extra gerade hier angemeldet. Wir wollten nur sagen, wir spielen auch alle mit. Ja, hi, ich bin's, der Olaf. Ich spiele Schach jeden Tag 7 Stunden. Ich wollte sagen, ich spiele heute auch mit. Endlich gibt's mal Schach. Ja, es ist Freitagabend. Wo sind die ganzen Deppen? Im Club! Ja, das ist einfach Selbstmord hier. Wisst ihr, was wir als nächstes machen? Was viel schlauer ist, wir lassen Jan gegen 10.000 Leute antreten. So wird nämlich ein Schuh draus, Leute. Ohne Spaß. Ich weiß nicht, ob ich was gegen den mache ich hier Funk überhaupt? Die spielen perfekt. Aber bisher kannst du wird rumgefahren. Hat mal jemand von euch Schach gespielt? Ja, ich alles klar, du spielst gegen 10.000 Leute. What? Das Problem sind nicht die 10.000 Leute. Ich hätte noch nicht mal meine übliche große Fresse. 500 immer für den besten. Ich hätte noch nicht mal annähernd behauptet. Das will schon was heißen, wenn ich nicht sage, ich gehe da hin, um zu gewinnen. Es ist furchtbar. So, jetzt hat er mir auch hier noch. Das ist doch ein Debakel. Wieso habt ihr denn das gemacht? Jetzt kann ich. Ah, deshalb. Ja, okay. Siehst du? Für einen Moment. Kontrolle hat er aber noch. Wenn er jetzt die Damen hierhin bewegt, dann findet das wirklich aus meinem Team niemand cool. So viel kann ich schon mal sagen. Ich würde auch prognostizieren, es geht noch 2 Züge. 2 weiße Züge. Aber. Und dann matt oder Aufgabe? Schach. Matt. Matt in 2. Schach ist erst nicht vorbei. Nicht zwingend, aber wäre meine Prognose. Ja, aber ist meine Ansage nicht schlecht? It's over, when it's over. Oder in 2. It's over, when it's over. Wie Lenny Kravitz sagt. Hä? Genau, it ain't over till it's over. Das wollte ich eigentlich sagen. It ain't over till it's over. Von Anfang an war ich in der Defensive. Ich bin immer nur am Reagieren. So, also, wir können ja jetzt auch mal offen mit. Ich spiel jetzt mal mit offenen Karten hier. Was sollen wir so tun, als ob das hier alles nur im Kopf abspielt? So, ihr bedroht meine Dame, die werde ich euch natürlich jetzt nicht so einfach geben. Ist doch ganz klar. Was erwartet ihr von mir? So. Ich kann hier den nicht nehmen, ich kann den nicht nehmen, ich kann mit der Dame mich wegbewegen, ich kann etwas dazwischen schieben. Ich könnte diesen völlig unnützen Move, den ich hier gemacht habe, der mir seitdem 0,0 gebracht hat, kann ich wieder zurücknehmen und mich da in den Weg stellen. So aggro, wie der Chat draußen ist, klauen sie mir den dann.
Dann klaue ich den und dann habe ich fast gar nichts mehr. Habe ich noch zwei Türme und eine Dame. Die Dame einfach wegziehen? Wäre das gibt es irgendeine Möglichkeit? Das ist das Problem, was er hat. Die Dame wegziehen zufügen. Würde die weiße Dame, die steht da ja noch gemütlich auf D1 hinten. Hier meine also würde den Bauern Geronimo da auf H5 schlagen, würde da rüber gehen. Und dann würde sie in die Ecke gehen wollen und den König matt setzen. Deshalb meine ich eben hier matt in zwei schon relativ wahrscheinlich. Das sind die zwei Züge. Wenn die Dame einmal da ist, dann zack, in der Ecke kann sie matt setzen. Oh, ich liebe Schach. Das ist eigentlich so offensichtlich. Du hast vollkommen recht. Wenn die Dame darüber geht, kann er nichts machen. Nächsten Move kann er mich Schach stellen. Beste Chance ist es, den Läufer zurückzuziehen, wer eben gleich auch schon erwähnt hat. Was ist denn dann eigentlich? Dann kann ich da nicht hin. Dann kann ich da nur noch hin. Dann geht er so. Dann bin ich hier Schach. So ungefähr mache ich das. Das ist eine eher unübliche Praxis bei uns. Hand erstmal auf die Hand. Das ist hier nicht Schachmatt in zwei Zügen und so. Ich sehe das hier, ich sehe das hier. Also es sind momentan diverse Probleme, die hier. Oh, ist Schach ein fieses Spiel, ey. Wenn ich König wäre, in Wahrheit würde ich sagen, ich pack die Taschen, ich verpiss mich, ganz ehrlich. So wie es fast jeder König in der Geschichte der Könige gemacht hat. Ach, auch. Die Armeen rücken näher, alles klar, macht meine Kutsche fertig, ich bin raus aus der Scheiße. Schach ist ein unrealistisches Spiel. Gut, Konzentration. So ein bisschen euer Erfolgsrezept, dass man auch über Geschichte nebenbei was lernen kann. Würde man schon GG eintippen. Ja, wir versuchen immer, Leuten schlaue Sachen beizubringen. Leider sind wir nicht schlau und deswegen geht das häufig nach hinten los. Aber wir versuchen, ja. Wie gesagt, der Wille zählt. Der letzte Zug übrigens von 60% der Chat-Teilnehmer gewonnen. Kann er gar nicht, weil da ja das super ist smart von mir mein Bauer steht. Kann er mich gar nicht. Deutlich der beste Zug, ne? Also der Chat ist so gut. Den aber nehmen. Die diskutieren das nicht mal, ne? Die voten einfach immer alle richtig. Nein, das denke ich auch. Sie haben ja nur 40 Sekunden Zeit für den Zug und das nimmt ein bisschen die Möglichkeit zu diskutieren, was ja aber auch richtig ist, denn er soll gegen 10.000 Leute spielen und nicht gegen 10.000 Gehirne, die in einen Kopf gepresst sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. So dann kann ich also Futurama-mäßig, dass du die Gehirne da alle in so einem Kopf stehen hast und so Eimern. Hat noch keiner probiert. Also mit Sicherheit kann man nicht sagen, dass man dadurch nicht schlauer wird. Muss ich jetzt das Unmögliche machen? Er wird als nächstes den nehmen. Kann ich das verhindern? Da ist der scheiß Pferd, ey. Die beste Chance, wie gesagt, ist, den Läufer zurückzuziehen, der in den Weg zu stellen zwischen Dame und gegnerischem Läufer, um diesen Läufer abzutauschen, da, weil sonst wird man schnell matt gesetzt, wenn die Dame rauskommt nach H5 und dann in die Ecke. Also er muss jetzt eigentlich mit seinem Läufer da diesen Angriff brechen. Und wenn Dame schlägt H5, kann er noch den gegnerischen Läufer schlagen. Wäre die Partie nicht retten, aber würde es auf jeden Fall. Nur ein bisschen Zeit verschaffen zumindest. Kann es sein, dass ich, ganz kurz, Daumen hoch, kann es sein, dass ich schon verloren habe, aber noch nicht weiß? Also im Prinzip weiß ich es ja, aber das ist, ja. Okay, wenigstens das weiß ich. Ja, dann, Leute, muss man das dann auch, ich kenne jetzt die Schach Netiquette nicht, kann ich nicht einfach jetzt den König umkippen und sagen, danke, gut gespielt? Ja, ne, so. Ich ergebe mich. Das war's! Vernünftige Entscheidung, der Chat war überragend und spricht ja auch für ihn, dass er erkannt hat. Genau. Machen. Respekt. Geben wir mir noch die Zeit für den Abschlussmonolog. Noch vier Züge lang irgendwie mit dem König oder drei Züge mit dem König irgendwie aus dem Weg zu hüpfen und dann wäre das Thema aber erledigt. Und dann muss man eben einsehen, hier, da war natürlich der fatale Fehler. Ich will nicht sagen, dass es ohne den Fehler ganz anders gelaufen wäre, aber was ich mir dabei gedacht habe, ganz ehrlich, ich weiß es selber nicht. Bitte fragt mich das später nicht, weil ich kann euch keine Antwort darauf geben. Ich weiß es nicht. Ich habe vom inneren Auge natürlich auch damit gerechnet, dass er das Pferd zurücknimmt. Und ich habe aber irgendwie, ich weiß nicht was, Rampenlicht, Aufregung, Hitze, aus irgendeinem Grund habe ich mir eingebildet, dieses Pferd mit mehr als einer Figur angreifen zu können. Und dann ist es passiert und ich stelle mit Erschrecken fest, nö. Ja. Zurück zu euch. Ja, schade, Etienne, sagen wir. Ne? Wir haben ja viel auf ihn gehofft. Die Chancen waren von vornherein gering. Wir haben das Ganze verfolgt. Vielleicht kannst du es noch einmal ganz kurz zusammenfassen, bevor wir in die Werbung gehen und Etienne nochmal gratulieren. Ganz ehrlich. Also es war
überragend gespielt vom Chat, muss man erstmal sagen. Mit welchen Mitteln auch immer, aber sie haben. Warte, jetzt. Wir hören jetzt hier Etienne. Das ist ein bisschen irritierend. Ich glaube, Etienne ist jetzt ruhig. Punkt. Bitte noch einmal zusammengefasst, das Match von dir, Jan. Also Chat im Prinzip war Surf und Volley, ne? Aufgeschlagen, nur die besten Züge gemacht und Etienne. Kein Fehler. Er hat zweimal retourniert, aber dann den einen Fehler gemacht mit Läufer nach G4, was er eben ja auch schon angesprochen hat. Und danach war Drops gelutscht. Also war überragend gespielt vom Chat von Etienne dafür, dass er 15 Jahre pausiert hat. Glaube ich, sehr vernünftig. Also man sieht, er versteht grundsätzlich, er hat keine, was los ist, wo die Figuren hingehen. Gemacht, ja. Er hat halt den einen Bock drin. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn der Chat auf dem Niveau spielt, hätte wahrscheinlich ich auch keine Chance oder vielleicht gar kein Mensch auf der Welt eine Chance. Ne? Also, das, ja, das ist die Frage. Tatsächlich. Wenn die Leute zu Hause sitzen und sagen, hier, keine Mondfinsternis, ich habe meine Schach-Engine an, ich hau jetzt den Etienne Gardet hier weg, dann kannst du wenig machen. Ne? Die Engines sind zu. Wobei ich nicht davon ausgehen würde, dass unsere Zuschauer da jetzt groß mit Schach-Engine am Start sind, oder? Also die wollten, ich weiß jetzt nicht. Das war ein Test, nee, ist auch kein Vorwurf, ne? Ist ja völlig legitim. Aber sie waren brutal stark, das wollte ich nur sagen. Ja, das auf jeden Fall. Das hatten wir aber auch erwartet. Trotzdem hat Etienne die Herausforderung angenommen, was sehr tapfer von ihm war. Leider nicht zu seinen Gunsten ausgegangen ist. Aber geben wir uns und euch und ihm einmal die Möglichkeit, kurz durchzuschnaufen. Wir geben in die Werbung und kommen dann noch einmal wieder in Dreisamkeit. Wir werden Etienne noch einmal konfrontieren mit dem, was er gerade verursacht hat und das Ganze analysieren. Also bis gleich. Zugzwang, unser Schachexperiment bei Rocket Beans TV, würde ich sagen, erfolgreich, nicht unbedingt abgeschlossen, denn wir haben gleich noch eine kleine Überraschung für euch. Aber zumindest der erste Fakt des Tages ist durch. Du hast Schach gespielt gegen 10.000 Leute. Ich habe Schach in Klammern schwach gespielt, ja. Okay. Ja, ich meine, ich muss sagen, das war natürlich, auf so einem Niveau habe ich noch nicht Schach gespielt. Und es ist eine krasse Erfahrung. Also, was ich jetzt gerade so im Kopf, es war wirklich eine Gehirnexplosion, so gefühlt, weil am Anfang geht ja alles noch recht schnell und man kennt die Situation und plötzlich mit jedem weiteren Zug öffnen sich neuere Probleme und dein Gehirn rattert die durch und so weiter. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme, was ist da und was ist da und was ist da. Und wenn der den macht, dann passiert das und das. Und plötzlich. Also das kann ich hatte noch kein vergleichbares Gefühl in meinem Leben, außer vielleicht bei einer Mathe-Klausur oder so, aber anders. Also es ist so ein bisschen Überforderung. Ja, wir haben es auch mal mit Sport verglichen. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass du morgen Gehirnmuskelkater hast. Ja, genau so. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber es macht schon auch Bock, aber es ist auch brutal frustrierend, wenn du merkst, du hast was falsch gemacht und spielst dann auch noch gegen einen Gegner, der, so wie es mir scheint, quasi keinen Fehler verzeiht, also auch nicht selber mal einen Fehler anbietet oder so, wo du sagst, okay, puh. Ja. Sondern du weißt genau, wenn du nicht jeden Zug hundertprozentig richtig machst, dann ist es dein Ende. So. Zum Glück haben wir ja Jan hier, unseren Schachgroßmeister. Wir haben das verfolgt, wir haben mitgelitten, haben das beobachtet. Was würdest du denn jetzt, also wir wollen es nicht zu breit jetzt irgendwie ausbreiten, das Ganze, und genau analysieren, aber wenn du so ein, zwei Tipps hättest für ihn oder den Knack Punkt Moment, kannst du den noch mal rausstellen oder vielleicht noch irgendwas mitgeben, falls wir das noch mal machen, dass er vielleicht ein, zwei Züge länger durchhält? Es gab im Prinzip gleich drei Schlüsselmomente. Der erste war, zu dem Bauern hier einen vorgezogen hast. Sieht harmlos aus, um den Läufer anzugreifen. Aber danach explodiert die Stellung sehr, sehr schnell. Normalerweise ist es so, im Schach, man zieht erstmal ein bisschen gemütlicher die Figuren raus, so wie bei so einem Strategiespiel. Ich baue mein Dorf, er baut sein Dorf und dann gucken wir. Aber hier mit dem Bauern rausziehen, hast du sie eigentlich gezwungen, den zu schlagen und dann gleich hier in der Mitte den Bauern zu schlagen. Und dann wäre das Ganze schon sehr, sehr konkret und sehr schwierig, dann den Weg durch das Dickicht zu finden. Und dann gab es die zwei Situationen. Einmal den Läufer hierhin, war so ein bisschen so Zeitverlust, weil der Läufer macht nicht so viel mehr da. Und danach wurde es schon sehr, sehr schwer, die Steuerung objektiv zu halten, was vielleicht auch dann zu dem Fehler geführt hat, weil es da schon schwer ist, einen vernünftigen Plan zu finden. Muss man quasi versuchen, also, dass jeder Zug gleichzeitig auch irgendwas, irgendeine Form, also klingt jetzt bescheuert, aber was Krasses bewirkt. Also ich hatte so zwei, ich hatte zum Beispiel auch diesen Läuferzug, wo ich danach gemerkt habe, okay, das war ein verschenkter Zug, weil der hat keine Gefahr für ihn gesorgt. Er kann den eigentlich ignorieren, sofern ich mich nicht auf den Tausch zwischen Läufer und Springer einlassen will. Also muss man versuchen, dass jeder Zug irgendwie den Gegner in eine Defensive drängt, oder wie? Nicht unbedingt in die Defensive, aber gerade am Anfang
ist es sehr, sehr wichtig, keine Züge zu machen, die ja jetzt keine so große Funktion haben. Wie dieser Läufer hier, war jetzt kein grober Fehler, stell den Läufer in die Mitte, aber das gibt ihnen Zeit, sich zu entwickeln und dich eigentlich in die Defensive zu drängen. Mhm. Und da wäre es zum Beispiel wichtig gewesen, hier schnell den anderen Läufer raus, um noch schneller Rochade vorzubereiten und zu verhindern, dass die Weißen das Zentrum besetzen, weil das im Schach so, wenn du das Zentrum kontrollierst, ist halt schwer, dagegen anzukommen. Und deshalb machst du dann Züge wie Läufer B4, die nicht so viel bewirken, aber wenn man im Zentrum nicht gegenhalten kann, da war es schon eine schwere Situation. Ja, Etienne, also ich gratuliere dir trotzdem, dass du es durchgehalten hast. Und du hättest auch schon früher aufgeben können. Du warst. Danke. Naja, du warst zwei Züge vom Matt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Nee, nicht zwingend. Ne? Das war nur so meine Theorie, dass wenn die Dame es schafft, in die Ecke zu kommen, das dann war ist es vorbei. Das habe ich ja dann auch quasi im Kopf so durchgespielt und gesehen, okay, vielleicht könnte ich dann noch mal ein, zwei Züge rausholen, wenn ich den König irgendwie verschiebe oder so. Aber im Prinzip war da schon. War da die Sache. Deshalb habe ich ja dann auch umgeschmissen. Ja, eben. Es ist frustrierend. Ich habe ja auch mal so ein Testding gemacht. So, ich Respekt dafür, dass du noch so lange durchgehalten hast. Schon, du hast ja recht früh dann die eine oder andere Figur verloren. Hast lange durchgehalten und deswegen will ich dich eigentlich auch gar nicht lange noch quälen hier. Wir haben noch eine kleine Überraschung, denn die Zuschauer da draußen möchten sehr, sehr gerne noch einmal gegen dich spielen, Jan. Und nett wie wir sind, überrumpel ich dich jetzt mit dieser Frage. Nein, wir haben es natürlich in der Werbung kurz alles gestellt hier, alles gestellt. Jan hat ja gesagt. Jan, du hast Lust, vielleicht hier Platz zu nehmen, gleich auf diesem wunderbaren, schönen Kunstleder oder echtes? Das ist natürlich echtes Leder. Aber das war ich hauptsächlich, war ich die ganze Sendung schon neidisch. Ich habe echt schon viele Schachturniere gespielt. Aber wir haben meistens solche Stühle, wenn es gut läuft. Also in so einem Sessel da mit deinem Hund, das war schon viel majestätisch. Ich überlasse dir gerne den Sessel. Du darfst jetzt gegen eine Schwarmintelligenz von, weiß ich nicht, 10.000 Leuten oder so spielen. Das ist ja für dich wahrscheinlich auch neu. Ich habe schon gesagt, ohne Spaß, dass ich nicht weiß, ob ich eine Chance habe gegen den Chat. Ja. Ne? Weil die haben gegen dich keinen Fehler gemacht und wir werden sehen. Ich weiß echt nicht. Allerdings, einen Vorteil hast du jetzt, habe ich eben schon gesagt. Jetzt werden wir beide kommentieren. Oh. Und wenn die uns zuhören, wird es die auf jeden Fall nicht schlauer machen. So. Ja, weil sie haben ja eben da auch gehört, wie du analysiert hast. Und das hat ihnen vielleicht dann auch geholfen. Aber wenn wir jetzt, vielleicht sagen wir die eine oder andere Sache, die richtig dumm ist, und dann machen die das. Wie war das? Du konntest uns sehen, aber nicht hören, richtig? Ich konnte nur eure Reaktion auf meine Reaktion sehen. Und das war richtig bitter teilweise. Also, weil ich wusste ja nicht richtig, aber manchmal hat man nur so gesehen, sowas. Ja, das ist wie wenn du beim Arzt bist, ein Röntgenbild anguckt und er sagt so, und du weißt, oh shit. Ja, so. Ja, also das war noch das so. Das ist teilweise noch ein bisschen fehlinterpretiert, ist uns aufgefallen, wenn wir es hier gehört haben, wie du uns in der. Aber nein, wir haben dir eigentlich Mut zugesprochen. Wir waren voll des Lobes. Wir waren auf deiner Seite, okay. Du hast es gut gemacht. Lass uns jetzt noch mal ganz kurz Luft holen. Jan die Möglichkeit geben, sich auf die Schwarmintelligenz vorzubereiten. Du nimmst gleich Platz hier, Etienne und ich. Wir beide gehen rüber in den Kommentatorensaal. Und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder mit einer Runde Schach. Jetzt diesmal bin ich mal der Chat gegen den Grandmaster, Jan Gustafsson. Das war so nicht geplant. Etienne gegen das Internet. Das war der Plan. Das habt ihr bekommen. Ihr kriegt noch viel mehr. Das Internet gegen einen Schachgroßmeister. Was das noch für raus. Eine Ehre. Das macht das mal schnell, damit wirklich auch die ganze Welt das erfährt. Bonuspartie. Der zweitbeste, kann man auch sagen, hat er selbst gesagt, ne? Der zweitbeste. Ja, aber ich glaube auch nur aus Bescheidenheit. Wahrscheinlich ist der erstbeste irgendwie irgendein Computer oder sowas. Er ist sehr bescheiden. Ist er irgendwie Weltmeister oder deutscher Meister? Oder so? Er hat ganz viele Titel. Okay. Sehr, sehr viele Titel. Er ist irgendwie Jugendmeister gewesen, deutscher Meister gewesen. Er spielt ja auch für verschiedene Vereine oder hat das mal. Er war Bundestrainer von verschiedenen Ländern, glaube ich auch sogar. Unter anderem. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte viel lieber eine weitere Schachpartie sehen. Ob das Ganze schon bereit ist, das. Hoffe ich. Denn ich würde sagen, lass uns doch gleich mal anfangen, Etienne. Ja, oder möchtest du noch irgendwie. Nee, ey, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aus dieser Perspektive ist. Ich bin vor allem so gespannt, wie schnell er ist und so, weil ich habe gemerkt, so nach. Am Anfang geht das alles noch schnell, aber irgendwann hätte ich auch noch 20 Minuten über den Zug nachdenken können, um alle Optionen einmal durchzuspielen. Was nicht viel ist. Auf den richtigen Matches denkt man auch gerne mal eine Stunde nach, was absolut normal ist. Ich hoffe, dass. Wenn wir die erste Voting-Phase anmoderieren und dann in die noch einstecken? Mache ich gerne. Ich wollte dich nicht unterbrechen, oder? Alles gut. Ich wollte nur sagen, dass es halt immer länger dauert, je weiter das Spiel voranschreitet. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier der Pro macht. Ja, bin ich auch. Ich würde sagen, wollen wir noch mal die Voting-Mats eigentlich abfeuern für Zuschauer, die jetzt nach 2 Stunden zugeschaltet haben? Oder wollen wir das jetzt einfach so noch mal durchziehen? Naja, ich würde sagen, Regie, übernehmt kurz. Mhm.
Ich mache hier noch was vielfältig. Es scheint loszugehen. Wir sehen Jan, wir hören Jan. Was, dass wir Jan hören, wäre das möglich? Jan sieht ein bisschen verwirrt aus. Verständlicherweise, denn ich bin auch ein bisschen verwirrt. Trotzdem geben wir unserer Technik noch eine Sekunde Zeit, bis das Ganze losgeht. Ich gebe hier immer noch meinen Tweet ab. Hau, es ist mega wichtig, dass das Social Media mäßig abgehakt ist. Ich bin der langsamste Tipper der Welt. So, sorry. Ja, gleich geht's los, dann könnt ihr das Ganze nochmal. Eigentlich will ich nur, dass nochmal 10.000 dazukommen, wenn man dagegen 20.000 spielen muss. Wobei, meinst du, das macht doch einen Unterschied, ob's. Ich glaube schon. Ob 5 oder 10 oder 15. Also nur noch marginal. Aber ich denke, auf dem Weg zur Perfektion ist jedes Gehirn. So, jetzt nochmal mit Ton hier, der Klassiker. Da ist er, der Jan. Mute-Button angehabt. Ich bin bereit, ein bisschen nervös hier, es mit dem Chat zu bekommen. Ja, letzte Partie überhaupt keinen Fehler gemacht haben. Wir werden sehen. Der Chat fängt wieder an und eröffnet, wie eben. Ich folge erstmal dem Gardeschen Weg. Ja. Wisst ihr, ich habe schon meinen eigenen Namen. Nicht schlecht. Also dieser Eröffnungsmove, oder das ist ja eigentlich ein Reaktion, also ist ja keine Eröffnung. Gehört es noch zur Eröffnung, wenn man reagiert? Das ist, glaube ich, Anzug, dieser Nachzug. Anzug und Nachzug, sagt man, glaube ich. Dieser Nachzug trägt ab sofort meinen Namen. Ja, okay. Wobei, Gardé gibt es ja wirklich, ne? Ist ja, wenn die Dame bedroht wird, sagt man ja Gardé. Genau. Also insofern bin ich ja sogar schon im Schach verewigt. Da ist der Hundi, der hilft natürlich auch. Da haben wir uns eben schon drüber unterhalten. Ist nichts dran. Du kommst nicht aus einer alten Schachfamilie, die damals im Mittelalter. Springer F3 oder was? Das nächste, dass wir nicht wüssten, was passiert. Damals haben die Damen angegriffen. Die Damen angegriffen. Die Leute haben geschrien: Gardé, Gardé! Ja, jetzt müssen wir immer auf den Chat warten. Das ist mal auch eine andere Perspektive. Vorher haben wir viel auf dich gewartet. Aber noch nicht in dem Bereich, ne? Nein, aber das wird noch kommen. Das wirst du gleich sehen. Weil wenn man den Jan Gustafsson verfolgt, dann spielt er häufiger gegen Leute im Internet und er zieht schon in seinem Schachprogramm 3 Züge im Voraus. Das funktioniert da. Und die gibt er dann einfach ein. Ich sag noch. Hat echt schon jemand rausgefunden, wer Ich wandle weiter hier in Etiennes Fußstapfen. Aber ich habe für nächsten Zug hier eine Abweichung geplant. Nur damit ihr nicht das Geschrei dann groß ist. Wir dachten, wir können das gleich machen. Nix. Aber das ist ja auch schon wieder lame vom Chat, dass die wirklich genau das Gleiche machen, als ob sie in so einem Lehrbuch gelesen haben, okay, zu 80% funktioniert dieser Move oder so. Ihr hättet auch mal was ganz anderes jetzt mal machen können. Das ist so. Das stimmt, ja. Bin ich schon fast ein bisschen enttäuschend, das ist exakt genauso. Aber ich bin gespannt, was er jetzt anders macht, weil laut meinen Hochrechnungen gibt es keine Alternativen zu dem, was ich. Ja, das glaube ich dir. Also, das ist deine Hochrechnung. Das ist meine Hochrechnung, ja. Bist du eigentlich, wie ist so eigentlich, habt ihr vielleicht jetzt schon besprochen, aber ich weiß ja nicht, wie ist so deine Schachaffinität? Oh, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich habe genau wie du, ich auch seit 10, 15 Jahren nicht mehr eine Schachfigur in der Hand gehabt oder so. Aber so als Kind und Jugendlicher. Komische Situation, ich kann verstehen, wie der Etienne hier geschwitzt hat. Man sieht die Jungs reden, man weiß aber nicht, worüber reden sie. Machen sie sich über meine Haare lustig, was ist da los? Wissen Sie schon, welcher Zug kommt? Und dann führt diese Hand aus dem Off gleich den Zugläufer nach B5 aus. Wir werden ist schon ein enormer Druck. Normalerweise kann man seinen Gegner sehen beim Schach. Und beim ihm Move. Ein bisschen in die Seele blicken. Hier, wir es mit der anonymen Schwarmintelligenz zu tun. Das ist brutal. Es ist voll das Kommandozentrale. Ihr seht hier, was der Chat für Moves macht. Da seht ihr, was der Chat bespricht. Ihr hört mich und so. Das ist da im Studio. Bist du die einsamste Sau. So, da ist der nächste Move. Der Läufer. Spanische Partie schon wieder. Ah, wie angekündigt hier, die Abweichung. Aha. In der letzten Partie hatten wir Springer nach F6, die sogenannte Berliner Verteidigung. A6 hat, glaube ich, keinen Namen. Ah, kann sich noch zu allem Möglichen entwickeln. Wir gucken. Wie krass er halt auch überhaupt gar nicht nachdenkt, weil es ist einfach schon so. Die ersten Züge, ne, die sind drin. We follow protocol. So, das ist wahrscheinlich wie ein Rubik's Cube. Wenn Ian den Rubik's Cube macht, die ersten Moves, die macht er im Muscle Memory, ne? Ja. Also. Aber dass er sogar noch Namen hat für alles, dass er auch schon. Guck dir das nicht an. Das ist fast schon gelangweilt.
Ja, er ist definitiv gelangweilt. Dass er 40 Sekunden warten muss, schmeckt ihm bestimmt nicht. Was Chat nicht weiß, ist, dass Chat in 24 Zügen schachmatt ist. Das weiß nur Jan. Das hat Jan schon ausgerechnet. Ja. Also wirklich, ich weiß gar nicht, klar, es gibt die Menschen, Jungs, die auch denken, ich könnte jetzt schön hier mein League of Legends wegdaddeln. Stattdessen muss ich hier mir das Brettspiel angucken, Freitagnacht, Mitternacht, stundenlang nichts passiert. Das ist ein hartes Brot gleich, gerade in der Kommentatorenkabine da oben. Also gegen Schachcomputer ist natürlich, haben Schachweltmeister und so schon gegen oh, macht ihr Weißabgleich oder was? Nee, ist einfach nur ein Nibble-Check. Natürlich haben Weltmeister schon gegen Schachcomputer gespielt, aber gibt es das schon? Vielleicht weiß es einer im Chat oder so. Gab es das schon mal, dass ein Mensch gegen eine Schwarm... Sind die Regeln hier mit Wasser trinken in der Sendung? Genau, das habe ich ihn im Vorfeld gefragt. Ich habe ihn gefragt, ob er schon mal gegen eine Deep Learning KI gespielt hatte. So Donald Trump. Und er meinte nein, weil zum Beispiel die Google KI jetzt so öffentlich nicht zugänglich ist, dass er das machen könnte, aber er weiß, dass. Die Google KI tatsächlich, bevor sie da mit AlphaGo gearbeitet haben, auch Alpha A4 oder nehmt ihr den Springer weg? Rumgespielt haben. Ich gebe euch hier die Möglichkeiten sogar vor. Nix los. Ah, und Magnus Carlsen hat das Springer, ja auch gemacht oder so, aber das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie in der Bücherei rumsteht und man da immer ran kann. Das ist halt leider noch alles. Ja, ich wundere, warum ich so schnell spiele. Das hier ist noch so einstudiert. Es nennt sich Eröffnungstheorie. Es ist so schnell, dass ich jetzt gerade überhaupt so nicht mitgekriegt habe. Man sieht von oben vor allem gar nicht so gut, was ist das für gut? Hier weiß ich noch, was ich tue. Deshalb bin ich noch nicht am Nachdenken. Ein bisschen angesteckt, glaube ich. Besser, egal. Da haben wir es ja auch nochmal. Was hat er denn jetzt überhaupt gemacht? Er hat jetzt auch wieder die zwei Bauern gegenüber. Mhm. Aber was hat er denn jetzt gerade geschlagen? Ich habe es nicht genau gesehen. Also es fehlt ein Läufer auf dem Feld. Wahrscheinlich hat er den geschlagen, der da von unten hochgedüst ist. Und er hat einen Reiter verloren, ne? Wäre ein bisschen ähnliche Situation wie in Etiennes Partie, wo er ja, ist tatsächlich ein bisschen den ähnlich. Hat und dann diesen Bauern geschlagen hat. Ist die Frage, ob sie es wieder machen wollen oder ob sie sich denken, nee, der schlaue, gut aussehende, jung gebliebene Großmeister würde nicht einfach uns diesen Bauern geben. Der wird sich was dabei gedacht haben, was anderes machen. Wird spannend jetzt. Es ist interessant, er macht wirklich so ein bisschen Mindgame auch, ne? Ja. Das ist interessant, das ist fast schon ein bisschen wie beim Poker, spannend, wo du so Stärke demonstrierst, absolute Selbstsicherheit demonstriert, so, so fast schon suffisant ein bisschen da spielt. Man merkt, er macht das nicht zum ersten Mal, ne? Und er hat auch Poker, er hat sogar ein Pokerbuch geschrieben. Ein Pokerbuch? Ja, das ist mit dem, pass auf, ich hab's mir notiert, mit diesem griffigen Titel Poker für Gewinner, der systematische Weg zum Erfolg im Texas Hold'em. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Mensch? Aber er spielt kein Poker mehr. Ah, also doch. Trauen Sie mir nicht über den Weg. Jetzt zack, die Dame. Thema, was wir jetzt vorhin schon ein bisschen hatten. Die Dame geht in die Mitte, um diesen Springer und diesen Bauern eventuell zu befragen. Mal gucken, wie der Chat darauf reagiert. Der Chat schreibt, er kennt unsere Gedanken. Oh nein! Eigentlich kann Jan direkt hierbleiben, morgen bei Final Table. Versuche sie natürlich unter Druck zu setzen, nämlich sehr schnell spielen, sodass sie sich hier nicht organisieren können und hier schon vorbereiten auf ihren Zug. Sondern zack, 40 Sekunden, Uhr läuft. Das ist natürlich auch gar nicht so doof, wenn du schnell spielst. Wobei, ich bin halt davon ausgegangen, dass 40 Sekunden bei 5.000, 10.000 Leuten genug sind. Also 40 Sekunden klingt erstmal nicht so viel, aber man weiß ja nicht. Es ist ja so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär, weißt du, wenn die Publikumsjoker genommen wird und halt immer auch ein paar aufstehen, die es nur zu 80% wissen und damit das den gesamten Joker runterreißen. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber war ja, da nicht ich mal ich will was unbedingt mit? Mitmachen. Ja, genau. Dann, wenn du nicht sicher bist, dann setz dich hin, weil du schaust und drück den Knopf nicht. Wenn wir zuversichtlich sind, unseren Zug gemacht haben und der Gegner macht nächstes Mal auch mal ein bisschen spazieren geht einfach. Mal sagen wir lange Hosen an, aber das ist ein anderes Thema. Mal ein bisschen gucken. Und dann, wenn der gegnerische Zug kommt, dann gehen wir zurück. Der spielt die komplette Klaviatur des Psychoterrors hier. Der Chat zieht wirklich schnell. Aha, zieht Springer zurück. Und dann so posermäßig im Stehen schon ziehen, ist mal, um Selbstvertrauen zu simulieren. Oh, ich glaube, das simuliert er nicht nur. Ja. Aber es ist interessant, dass sowas wie Selbstvertrauen Schach. Demonstrieren und so. Ach Quatsch, guck mal, er ist sogar im Schach jetzt schon. Wow. Dass er.
What the fuck, Alter, der. Wie Weiß hat nur zwei legale Züge. Wie Was? Dumm unsere Community ist. Leider. Ja, er sagt gerade, Weiß hat nur zwei legale Züge. Eine davon ist, die Dame in den Weg zu stellen. Ja, ich hoffe natürlich trotzdem noch. Keine Option eigentlich ist. Und deswegen würde er den König nach rechts ziehen. Beeilt euch mal. Was hat er gesagt? Es gibt nur zwei Züge, die der Gegner jetzt machen kann, oder was? Ich habe echt gedacht, das dauert jetzt hier so anderthalb Stunden, aber ich habe das Gefühl, wir können gleich wieder rübergehen. Ja, das können wir wahrscheinlich. Nee, jetzt wird der König auf F1 gezogen. Kann man, wie ist das? Darf man, ich glaube, man darf nicht rochieren, wenn man im Schach war. Darf man gar nicht mehr ab jetzt? Oder nur solange man im Schach ist? Warte, das habe ich auch mal gehört. Ich glaube nämlich, wenn du das einmal im Schach warst, darfst du nicht mehr rochieren. Damen stehen sich hier alle gegenüber auf der E-Linie. Ich kann meine Dame nicht wegziehen, weil dann mein König im Schach jetzt. Stinde, habe ich gleich vorhin gelernt, ist die korrekte grammatikalische Form. Also kann ich hier dem Damentausch nicht ausweichen. Jetzt hat der Chat nur einen legalen Zug, den werden sie natürlich ausdiskutieren. Ach doch, sie haben aber die Dame geopfert. Alle anderen Züge würden nicht den Schach regeln. Sie wollen Damentausch doch reingehen. Okay, gut, habe ich nicht gesehen. Okay, also Chat sagt, nee, man kann auch, wenn man nicht mehr im Schach ist, wieder rochieren. Ja, sagt einer im Chat. Und auch nicht viel los ist. Ja, aber mit Selbstbewusstsein, glaube ich. Ja, wenn einer im Internet, was ist das Zeichen dafür? Wenn im Internet einer mit Ausrufezeichen arbeitet. Ja, okay, alles klar. Auch bei politischen Diskussionen. Ausrufezeichen heißt, okay, alles klar. Nee, da musst du einfach nur laut. Ach so. Also in Caps Lock. Caps Lock, okay. Der ist belesen. Der ist gebildet. Ja. Ja, interessant. Okay, da muss der Chat jetzt natürlich nicht groß nachdenken. Zieht er das rein? Wie, eigentlich noch gar nichts. Das ist die Grundlinie und er nimmt sie schon komplett mit seiner Dame auseinander gegen 10.000 Leute. Da siehst du gleich den Unterschied. Was hat er jetzt? Sehen wir da, was er alles geklaut hat schon? Nee, ne? Da sehen wir das nicht, nein. Wir haben hier nur tatsächlich die Möglichkeit, Figuren hinzuzufügen, wenn wir das wollten. A wild queen appears. A wild queen appears. Warum da überlegen die so lange? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich frage mich auch gerade. Ja. Aber der Zug, jetzt muss Nasty kommen, genau. Na, die Frage ist ja, was macht er jetzt? Was ist, okay. Die Antwort kommt. Springer erst, die Läufer dann. So fängt man die Entwicklung an. Wurde mir beigebracht. Ich muss gestehen, dass ich aus meinem inneren Eröffnungsbuch jetzt raus bin. Und ab jetzt anfangen muss, selber zu spielen. Was meistens schlechte Neuigkeiten für mich sind. Stellung gesagt, ich stehe minimal besser wegen meines Läuferpaars. Hab dafür den Doppelbauern, der aber keine große Schwäche ist. Aber ab jetzt werde ich hier fokusmäßig anfangen müssen nachzudenken. Ich habe in dem Eröffnungsvideo, was ich gestern gesehen habe, war es eher 60% sollte man die Läufer aktivieren als erstes und 40% die Springer. Interessant, dass er es anders sieht. Aber ich glaube ihm natürlich mehr als dem YouTube-Video, aber. Es ist, ich liebe das. Ich würde gerne auch mal die schöne Einstellung sehen. Close aufs Schachbrett. Was ist da in der Kommentatorenkabine los? Oder? Etienne sieht immer ein bisschen mitgenommen aus von den Strapazen von vorhin, ne? Aber noch guter Dinge hier, Daumen hoch. Das ist gut. Du warst ja sehr nett. Du hast ich hoffe auch so ein bisschen, dass der Chat nicht mehr so stark ist. Ach so. Schachspieler sind notorische Pistengänger. Und ich glaube, die meisten sind auch feiern. Freitagabend. Die sind alle auf dem Kiez jetzt. So, dass jetzt vielleicht die Creme de la Creme, so die Stars der Szene, nicht mehr dabei sind. Das ist doch nicht mein. Die vier, sehr logisch. Ich versuche hier weiter meine Figur rauszuziehen. Aber er hat, glaube ich, keine Ahnung, wie anstrengend das für mein kleines Gehirn war. Okay, aber er denkt überhaupt nicht nach. Er ist nur am Machen. Ich finde es jetzt schon. Aber wir sind noch nicht mal beim 10. Zug, weißt du? Und ich glaube, die hat er alle so wirklich. Die haut er so raus, ohne nachzudenken. Der macht das jeden Tag. Ich glaube, er braucht auch nur so einen Blick aufs Brett werfen und hat dann sofort Lösungen parat. Ich meine, ansonsten könntest du ja nicht gegen 40 Leute gleichzeitig spielen, wie er erzählt hat. Du musst ja, ich kann nur gegen einen. Und selbst wenn ich einmal weggucke, habe ich vergessen, was da gerade war. Und er geht rum an 40 Leuten. Wie? Was ich interessant finde, ist, dass er gesagt hat, was, um Großmeister oder so zu werden, 10.000 Stunden?
Ja, das ist in allem so. Hast du das noch nie gehört? Weil ich wollte gerade sagen, bei Counter-Strike ist es auch um die 8 bis 10.000 Stunden, dass du naja, alle also wenn du so Global Elite-Spieler guckst oder so, so ESL-Pro-Gamer oder so, die haben halt auch so 10.000 Counter-Strike-Stunden. Ach was, in deren Steam-Profil oder was? Ja. Ah, okay. Nee, ist tatsächlich so, dass du allgemein sagst, um Großmeistern irgendwas zu werden. Es ist irgendwie, keine Ahnung, irgendein chinesisches Sprichwort oder whatever, dass du 10.000 Stunden brauchst, um Großmeister irgendwas. Alter, dann bin ich noch 9.998 Stunden vom Großmeister in Sex entfernt. Ein Glück kann er uns nicht hören. Das stimmt, aber er versucht Lippen zu lesen. Siehst du, dass wir immer wieder, er ist ja auch ein bisschen gelangweilt, dadurch, dass der Chat so lange braucht. Weil Spaß, in der Zeit kann er Mars sich viermal vom Mond schieben und zurück, die wir hier warten, dass der Chat Tommy einspielt. Siehst du? Es ist interessant, wie jetzt andere Töne anschlägt, obwohl er gerade noch so. Läufer nach G5. Angst versucht hier, meinen armen Springer zu belästigen. Kannst du eigentlich nicht bringen, Chat. Okay. Zack. Antwort. Baff. Chat ist wieder dran. Ha? Mach mal einen Chat. Das ist wie ein Boxkampf, fühlt sich das an. So, was? Komm, paff, bam! Du machst einen kleinen Schlag und kriegst voll einen auf die Glocke. Und sein König steht halt mitten auf dem Feld, ne? Also, Chats. Chats-König. Ich finde auch, als Anfänger hast du so Angst, irgendwie deine Dame zu verlieren. Ja. Weißt du? Und er, für ihn ist das alles irgendwie, diese Figuren sind nicht wirklich Reiter und Türme, und sondern irgendwas, sondern die folgen alle nur einem größeren Ziel. Für einen Anfänger denkt man so, oh, die Dame, die darf niemals bedroht werden. Die versuche ich um alle. Du baust richtige dumme Strategien, nur damit die scheiß Dame nicht. Und er so einfach, ja, Dame gegen Dame, haben wir beide keine Haut. Wir haben beide keine Dame mehr. Ich weiß ja, als Kind habe ich immer geheult, wenn die Dame weg war, weil es hat dann keinen Spaß mehr gemacht ohne Dame. Genauso. Ich glaube, das nennt man Gambit, wenn du, oder Gambit, wenn du im Schach mit einer Figur köderst und das größere Ziel vor Augen hast und sie vorher verlierst. Oh, Springer C3. Der Chat ist kein Freund des Läufers. Erlaubt mir, ihn zu schlagen. Ich könnte auch den Springer schlagen und ihm einen Doppelborn verpassen. Oder all das ignorieren und meinen eigenen Läufer entwickeln. Das sind alles vernünftige Möglichkeiten. Mhm. Ich muss sagen, ich bin ein auf jeden Fall Let's Chess Play Fan. Das ist eine kleine Schwäche von mir. Ich bin ein Läuferpurist. Ich überschätze ein bisschen das Läuferpaar. Und wenn ich die Wahl habe, will ich eigentlich immer zwei Läufer haben. Gegen zwei Springer hier. Wohl objektiv, ich vermute, dass es vielleicht besser war, den Springer zu schlagen oder meinen Läufer nach F5 zu stellen. Aber ich bin meinen Läufern sehr loyal gegenüber. Ey, wenn ich so gut, das muss ich ihn gleich nochmal fragen, wenn ich so gut wäre wie er, die spielen ja so am Central Park und so in New York spielen ja so auf offener Straße so 70-jährige ältere Männer Schach irgendwie. Und die sind auch wohl ganz gut, was man so hört und liest. Und wenn du dann da so als so eine weiße Kartoffel da so hingehst und dann einfach so einen Tisch nach dem anderen so abläufst und dann irgendwie 10 von diesen Wise Guys gleichzeitig schlägst und sagst, so, ich gehe jetzt wieder übrigens. Ich glaube, Markus Carlsen hat das gerade erst gemacht, genau das, ja. Das ist so seichte Nachdenkposition, so auf den einen die Daumen. Dann, wenn es noch schlimmer wird, dann muss ich. Der ist wirklich in den Central Park gegangen. Moment. Relativ junger Typ, ich glaube Ende 20. Haben wir auch gerade drüber gesprochen, Norweger, natürlich. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Schon mal gehört, auf jeden Fall, von diesem jungen Schachgott, habe ich schon mal gehört. Ja. Er hat ja ihn auch sekundiert, oder wie man das nennt. Also er war Sekundant für Magnus Carlsen. Sekundant ist quasi trainiert oder Sparingspartner? Ja, Unterstützer, ja, genau so. Der macht so nachts die Recherchearbeit oder sowas. Dann analysiert den Gegner. Habe ich vorhin schon angesagt, mein bester Skill ist das einhändige Rochieren. Soll ich nochmal in Zeitlupe? Gerne. Was macht er? Das ist einhändige Rochieren mit nur einer Hand. Geil. Das sind so die Nuancen dann, ne, eines Profis. Ja, was die Stellung angeht, das ist halt cool. Ich glaube, ich stehe minimal besser, weil das Läuferpaar ein bisschen besser ist als das Springerpaar. Aber es ist noch nicht viel passiert. Der Chat hat keinen ernsten Fehler gemacht. So dass ja es immer noch im Schach, sagt man, in der Remisbreite ist. Das heißt, wenn beide Seiten von hier aus optimal spielen würden, würde es Remis ausgehen.
Na, wir hoffen natürlich, diese Breite zu stürmen. Ich überlege gerade, wie interessant eigentlich die Situation für den guten Jan jetzt ist, weil er spielt häufig im Internet gegen Leute, gegen einzelne Leute auf dieser Plattform, die er da hat. Aber ich glaube, also in so einer Situation war er auch noch nicht. Gegen 10.000 Leute gleichzeitig ist auch für ihn jetzt, der seit Jahrzehnten Schach spielt, glaube ich, eine neue Situation. Deswegen war er auch so einfach zu überzeugen, jetzt hier nochmal kurz nochmal hier zu bleiben und sich dem Schach gegen den Chat. Na klar, ich meine, also ein Schachspieler in seinem, auf seinem Level, der sucht natürlich auch die Competition. Ja, ja. Und ich glaube, das ist ja eh so ein Ding, dass Schachspieler immer auf der Suche sind nach ihrem Meister irgendwie. Und das ist ja echt auch ganz faszinierend bei dieser Traditionssportart. Aber ich muss es nochmal betonen, es ist eine Sportart und ich kann es total nachvollziehen. Ja. Also kann mir jeder sagen, was er will, man bewegt sich da nicht viel und so weiter, aber es war richtig ausgelaucht. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Temperaturen und so, klar, aber. Aber wir hatten das Thema schon. Ja. Oh. Ich mag meine Läufer, ich möchte nicht zulassen, dass dieser Springer meinen armen, armen Läufer schlägt. Geh daher. Bescheiden aus dem Weg. Und das ist zum Beispiel so eine Situation, die hatte ich auch vorhin, wo irgendwas von mir bedroht wurde und ich dann überlegt habe, wenn ich jetzt einfach sozusagen die Figur einfach nur aus der Schussbahn nehme, wobei er in dem, na gut, er bedroht ja sogar noch das Pferd auf G5, aber wobei das abgesichert ist durch das andere Pferd, aber wenn du einfach nur deine Figur aus der Schussbahn nimmst, ob das dann schon quasi ein verlorener Zug sozusagen ist, da war ich mir halt nicht so sicher. Ich habe dann einmal auch versucht, ich weiß nicht mehr genau, was das war, so direkt zum Gegenangriff zu gehen, weil ich gedacht habe, das ist besser, als einfach nur aus der Schusslinie zu wählen. Tja, und Dennis muss ja so ein bisschen so eine Günther Jauch, Marcel Reich, Madrid hat kein Torsituation sein. So eine Stunde lang passiert absolut nichts. Wir müssen jetzt über irgendwas labern. Das ist ein guter Vergleich. Zeit zu überbrücken, bis der Chat wieder irgendeinen langweiligen Schachzug macht. Aber ich kann verstehen, wie ihr euch fühlt da oben. Nee, bis jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut, Jan. Danke der Nachfrage, auch wenn du uns nicht hörst. Nee, es ist wirklich, eigentlich könntet ihr uns auch zuschalten, weil es gibt ja nichts, was wir sagen könnten. Ja. Ist ja nicht so, oh, gut, dass ihr mir das sagt, ja. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Eigentlich tragen wir keinen Mehrwert für diese Sendung jetzt gerade. Wir sind wie Stifler und Steffler, oder wie heißen die beiden Typs da? Ja, ich weiß ja auch. Do with my car, meinst du? Nee, ich meine die Typen bei Muppet Show. So. Endlich gibt der Chat hier, gibt er Milch? Oder tut er nur so? Mein teuflischer Plan war, aber da muss ich kurz drüber nachdenken, jetzt diesen Springer anzugreifen mit meinem Bauern. Und dann, wenn der Springer wegzöge, könnte ich den Kollegen-Springer schlagen. Ist das so schlau, ist, dass er das alles sagt? Hat er das naiv übersehen oder haben sie mir eine teuflische Falle gestellt? Was hat er denn gerade gemacht, der Chat? Eine Falle, ehrlich gesagt. Gucken. Sophie, das Problem, wenn man zwei Springer hat, die sich gegenseitig decken. Das kann ich dir sagen. Er ist auf E1 gegangen. Deutsches Wort. Glaube ich. Der König, der Turm. Mhm. Und zwar haben das nur 17%. Ach was, ihr seht auch noch die Statistiken. Genau, wir können das noch einmal. Das ist ja mega geil. Das müssen wir mal zeigen. Man sieht hier die Statistiken, wie viel Prozent welche Moves machen. Und da sieht man zum Beispiel 17,1%, 16,8%, also H1 zu E1 und H2 zu H4 sind ganz dicht beieinander gewesen. H2 zu H4 wäre richtig gewesen. Turm nach E1 ist, wenn ich das alles richtig sehe, ein sehr ernster Fehler. Ist ein logischer Zug, Turm in die Mitte, aber verliert halt jetzt einen der beiden Springer. Während H2 zu H4 hätte den Springer gedeckt, sodass mein Trick, den ich gemacht habe, nicht funktioniert. Ja. Ah, du hörst uns jetzt, ne, Jan? Ich habe euch gehört, ja. Alles klar, ja. Es ist interessant zu sehen, es war ganz knapp, 16,8% der Zuschauer haben H2 zu H4 genommen und 17,1% haben H1 zu E1 genommen. Also ganz knapp. Ja, ja. Hätten vielleicht drei, vier Leute mehr für die andere Sache gestimmt. Vielen Dank an dieser Stelle hier für Team Turm E1 und vielleicht auch an die ganzen guten Schachspieler, die jetzt auf den Kiez gegangen sind, die sonst hier H4 durchgedrückt hätten. Gucken wir mal. Der Kiez ist wahrscheinlich leer bei dieser Sendung und der Mondfinsternis. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand woanders ist. Ganz ehrlich, ich glaube, der Mond guckt auch gerade zu. Ohne Absolut. Scheiß. Das ist deswegen das Beste, was der Mond je gesehen hat. Ist ja nicht zu Hause heute, sondern ist im Internet. Deswegen nicht da. Und weiter. Jan, schon wieder gezogen. Würdest du sagen, du hast jetzt schon gewonnen im Prinzip?
Ich habe jetzt, wenn ich nichts Dummes mache, schon entscheidenden Vorteil. Ja. Also es kann sein, dass ich was Dummes mache, aber normal, also ich habe eine Figur mehr für einen Bauern. Also nach unserer alten Eiskugellehre zwei Eiskugeln mehr mit guter Stellung. Das sollte normalerweise reichen. Die erkläre ich dir gerne, denn jede Figur hat eine bestimmte Anzahl von Eiskugeln, die ihr zugeordnet sind. Mhm. Fürs Tiefere würde die Zeit nicht reichen. Alles klar, Springer drei Eiskugeln, Springer drei Eiskugeln, Läufer drei Eiskugeln, Läufer drei Eiskugeln. Also habe ich hier sechs Eiskugeln und er hat nur die drei Eiskugeln übrig und die eine, die er sich jetzt hier gleich wegnimmt. Also habe ich zwei mehr. Sechs minus vier. Ich war Mathefuchs früher schon immer. hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Stimmt auch nicht. Ja? Echt nicht? Ich muss sagen, aber das ist hier ganz große Werbung für den Schachsport, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, wo, also ich merke es gerade bei mir, wie elektrisiert ich bin und wie viel Spaß mir das macht. Verschwitzt nennt man das. Verschwitzt ist das Wort, was ich gesucht habe. Nee, aber ich finde das super. Und ich überlege schon, wie wir nächstes Mal irgendeine Form von Herausforderung für dich finden können. Ich mag eigentlich keine Herausforderung. Ich mag so überlegene Siege. Ja, das kenne ich so. Deshalb spiele ich Quake gegen René. Aber was du gerade meintest, dass du nicht weißt, ne, ob man immer im Zug, immer jeder Zug irgendwie ein krasser Angriff sein muss oder sowas, habe ich, glaube ich, gerade. Oh, der Chat zieht. Warte, wir gucken. Kannst du mal runterscrollen, wenn man sieht? Willst du den Statistik sehen? Nee, nur den Move nochmal. Was der letzte Move war. Das ist das hier auf E4. Das ist nicht so einfach zu sehen. Ach, das da oben? Ja, genau. Ach, sowas, okay. G5 auf E4. G5. Ja, also der Springer. Na Jan, da fällt dir nichts mehr zu ein, was? Ich habe wenig zu sagen, also strategisch. Ich habe so ein bisschen so einen Schweinehund, wenn man im Schach Material mehr hat, nennt sich das. Also hier, ich habe die zwei Läufer gegen den Springer. Dass es dann häufig in meinem Sinne ist, Figuren abzutauschen, was gegen mein Prinzip von eben geht. Ich möchte meinen Läufer vielleicht für den Springer geben, um die Sache zu vereinfachen, sodass mein Sieg zwar weniger spektakulär ausfällt, aber dafür sehr, sehr sicher. Also ein bisschen so wie Frankreich gegen Belgien spielt. So die letzten 7 Minuten spiele ich eigentlich nur noch auf Zeit hier, damit nichts mehr anbringen kann. Aber das ist so meine Strategie jetzt. Macht auch Sinn irgendwie, was er sagt manchmal, ne? Ja, total. Aber wir warten wieder auf den Chat, wie immer. Sag mal, wir haben gerade drüber gesprochen, so warst du schon mal so in Amerika, bist mal so an Central Park gegangen und hast mal so 10 Wise Guys, die da irgendwie sitzen, mal lang gemacht und bist dann wieder abgedüst? Also wäre das erste, glaube ich, was ich machen würde. Einfach. Ich mache das jedes Mal, wenn ich in New York bin, gehe ich in Washington Square Park. Genau. Das, ja. Da zocken sie. Und ja, ich mache immer einen auf deutscher Tourist. Und es macht Spaß. Also die Auszahlungsmoral ist nicht so hoch, muss man sagen. Sie spielen meist so um $5 die Partie. Und ich habe nicht immer mein ganzes Cash gesehen. Aber es ist immer sehr lustig. Und die vergessen dann natürlich auch wieder, wenn ich dann ein paar Jahre später wieder da bin mit meinem Allerweltsgesicht. Also es ist immer ein großer Spaßbank für ein paar Stunden. Meistens rufen sie dann am Ende, es gibt so einen Oberboss, den kenne ich schon, der nennt sich Russian Paul, ist sein Straßenname. Das ist der beste Schachspieler da. Den rufen sie dann an und sagen, hier, wir haben einen, der macht uns fertig, Russian Paul, du musst kommen und unsere Ehre retten. Aber Russian Paul kennt mich schon, der winkt dann immer schon ab, wenn er ankommt. Aber ist immer ein großer Spaß für die Kinder. Er reitet dann auf so einem goldenen Esel an, steigt ab. Und den hast du natürlich auch lang gemacht, Russian Paul. Ja, Russian Paul ist ein guter Spieler, aber ich habe gute Chancen gegen ihn auch. Ja, er kennt mich schon, er spielt nicht. Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht mit an der 4th Street in New York. Gibt es so ein Streetball-Cage. Okay. Und so Basketball-Streetball, so ein Käfig. Ganz berühmter Freiplatz. Da bin ich auch mal hingegangen. Und da haben die mir auf die Schnauze gehauen und dann bin ich wieder gegangen. So. Ich dachte, White Man Can Jump basiert lose auf deiner Lebensgeschichte. Ja, genau. Also nur der Name des Films. So schachmäßig hier, der Springer ist weggegangen. Ich habe meinen Läufer weggezogen auf E7, weil er vom Turm angegriffen war. Und jetzt hat der Chat dieselbe Gewissensentscheidung, ob sie ihren Springer tauschen möchten gegen meinen Läufer oder lieber nicht. Ich weiß es nicht. Aber was ich faszinierend finde, ist, Jan, du musstest ja noch nicht mal, du musst ja noch nicht mal nachdenken irgendwie. Also ich habe jetzt noch nicht einmal gesehen, dass du irgendwie groß gegrübelt hast, sondern es ist eher so, fühlt es sich an, als ob das lauter Situationen sind, die du eh schon kennst.
Nee, nicht die ich eh schon kenne, aber es war jetzt keine Stellung, wo es unglaublich kompliziert gewesen wäre, dass ich rechnen muss, er geht dahin, ich gehe dahin, dann passiert was. Also der Preis eines Zuges war nie so hoch. Ich habe mich hingestellt und dann kam halt schon dieser Fehlerturm nach E1. Es hätte anders sein können, aber ja, ich habe geschwitzt, aber nicht wegen des Rechnens so doll in dieser Partie. Ich meine, es ist ja letztendlich auch statistisch logisch, wenn man sagt, du bist der Beste oder der Zweitbeste oder was weiß ich, Spieler Deutschlands und du spielst gegen hier 10.000 Leute, dann ist ja klar, dass selbst wenn jetzt der Beste, also der eine Spieler, der besser ist als du dabei wäre, würde der ja durch die 9.999, die mit abstimmen, würde er ja sozusagen runtergezogen in seinem Skill. Und dadurch ist ja eigentlich klar, dass, also eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, hätte ich mein ganzes nicht vorhandenes Vermögen auf dich setzen müssen. Ja, es gibt immer den X-Faktor, dass man die besten Spieler der Welt ja Schach-Engines sind, ne? Und ja, die Leute können die ja benutzen. Und gegen die hätte ich auch keine Chance. Und es kann natürlich auch sein, dass der beste Spieler ankommt und sagt hier so Daenerys Targaryen-mäßig, ihr dient jetzt mir, alle stimmen dafür ab, ja, was gut ich sage. Also wenn sie sich so organisieren, wenn jemand sagt, hier, ich habe eine Engine laufen, hier, mach diesen Zug. Aber grundsätzlich sollte Schwarmintelligenz natürlich nur bis zum gewissen Grad funktionieren und ich der Favorit sein, ne? Denke ich. Das ist aber auch schon mal eine Ansage, wenn man einfach besser ist als die Schwarmintelligenz, oder? Na, ist das klar, nicht fast schon beängstigend? Das ist, naja gut, aber wenn so du halt einer der Besten bist, dann also gibt's halt da nicht viele, die besser sind. Es ja ist halt irgendwie, also es ist ja logisch, das können ja nicht so viele Antworten dann haben auf die Probleme, vor die du dich stellst. Also, aber es ist trotzdem faszinierend, es sprengt mal wieder mein Gehirn, weil die Diskrepanz, es ist immer wieder erstaunlich, wenn man so, egal was, es ist ja auch beim E-Sport so, weißt du, du machst einen irgendwie 20-0 fertig, dann kommt der deutsche Meister, der macht dich 20-0 fertig, dann kommt der Europameister, der macht ihn 20-0 fertig, dann kommt der Weltmeister, der macht. Und so, das so nach oben hin die Skala, es ist so beeindruckend teilweise. Wie wäre das denn, wenn du jetzt gegen den amtierenden Weltmeister spielen würdest? Wärst du chancenlos oder kann an einem guten Tag da auch mal was für dich bei rausspringen? Auf lange Sicht wäre ich chancenlos, aber nicht in einer einzelnen Partie. Also das Elo-System funktioniert so, ich bin ungefähr 200 Punkte schlechter als der Weltmeister. Das heißt, erwartungsmäßig würde ich gegen ihn so knapp 30% holen, glaube ich. Das heißt, in einer einzelnen Partie kann es auch sein, dass mal Remis ausgeht. Aber auf lange Sicht im Match wäre ich chancenlos. Mhm. Er hat auch schon gegen ihn gespielt. So ist es nicht. Ah, hier sehen wir die Statistik. 25%. Relativ eindeutig. War wahrscheinlich dann, also dieser Knackpunkt, wo wir diese 16,8 und 17,1% hatten. Das war eine interessante Situation, ja. Gab es sowas in meinem Match eigentlich auch? Irgendwas, wo es relativ knapp war? Also ich habe jetzt nicht permanent da die Wahrscheinlichkeiten, ja, beziehungsweise die Prozentzahlen gecheckt, nur sporadisch. Also sorry, kann ich dir nicht beantworten. Beziehungsweise, schau dir das an. 30%. Na, warte noch, es ist, okay. Ich weiß nicht, also ist das for real? Ja, scheint so. Wobei ich jetzt schon noch gerne. Lass uns mal kurz abwarten. Jan, wie kommentierst du die momentane Situation? Bahnt sich da ein Schachmatt an? Es kann noch ein bisschen dauern, aber es ist Drops gelutscht. Also gerade nach dem letzten Zug G4, jetzt mein Turm hierhin, greift zwei weiße Bauern an, die nach meinen Eiskugelberechnungen nicht gleichzeitig gehalten werden können. Das heißt, ich würde im Eiskugel-Count auf +3 vorrücken, was ja ein entscheidender Vorteil ist auf meinem Niveau. Also an dieser Stelle würde ich sehr, sehr viel Geld auf mich setzen, aber es kann sein, dass die Partie sich noch ein bisschen hinzieht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, hier ist matt in 5 Zügen, sondern es wird wahrscheinlich noch 15, 20 Züge dauern. Aber ich werde sicher und langweilig gewinnen. Vielleicht irrst du dich, Jan. Eventuell. Will der Chat sich strecken? Gib dir auf. Nee. Es sah kurzfristig so aus, aber ich habe ein paar Mal die Prozentzahlen refreshed. Wir waren hier gerade kurz vor einer Aufgabe, aber wir sind noch dabei. Ah, okay, es läuft, okay. Geht noch weiter, geht noch weiter. Du hast sie knapp. Die Daumenschrauben sind angesetzt. Wie ist das eigentlich? Ist man als Schachgroßmeister dann irgendwie ein besonders analytischer Mensch, wenn du jetzt zum Beispiel an der Kasse stehst? Checkst du dann irgendwie, welche Kasse sich schneller bewegt und rechnest du irgendwie dann schon aus? Und wenn ich mich hier anstelle, dann bin ich effektiver. Ist das so eine Schachkrankheit, die man mit ins echte Leben nimmt?
Ich bin immer in der längeren Schlange, aber es tiltet mich sehr. Ich weiß nicht, ob das hilft, dass mich diese Themen mehr stören, aber ich glaube, es gibt zwei verschiedene. Es gibt Menschen, die schlau sind und deshalb gut im Schach. Und es gibt Menschen, die gut im Schach sind. Und ich habe auch gehört, es gibt Leute, die sind nicht so schlau und auch nicht gut im Schach. Nee, davon kenne ich keine. Ja, ja gut, das ist nett. Also, nee, im echten Leben hilft Schach nix. Nee. Also, offiziell werde ich natürlich eine andere Meinung verkünden. Schach ist pädagogisch sehr, sehr wertvoll. Und wenn ihr Kind in der Schule sich mit Schach beschäftigt, wäre es in allen Fächern überragend. Aber ob ich daran glaube, weiß ich nicht. Ich bin immer zwiegespalten wegen. Wann hast du angefangen mit Schach? Ich weiß nicht, ob wir ein paar Stunden Zeit haben für meine hochspannende Lebensgeschichte. Als ich jung war, so 6 Jahre alt, sind wir losgesegelt, die ganze Family, aufs Mittelmeer. Auf dem Mittelmeer mit dem Segelschiff, da ist Fußballspielen schwierig. Das habe ich da, glaube ich, mit Schach angefangen. Mein Vater mir beigebracht, so ein Schachcomputer, so ein Oldschool 80er Schachcomputer, mit dem gespielt. Als ich dann wieder in Hamburg war, 11, 12, da habe ich in den Schachverein gegangen und dann ging es los mit Turnieren, dies, das, jenes. Also, ja, sagen wir so 9 habe ich die, 8, 9 habe ich die Regeln gelernt. Sag ich 11 bin ich so turniermäßig unterwegs. Ja. Hier sieht man nochmal die aktuelle Hochrechnung. E1, E2. Ich hatte auch einen Schachcomputer, aber der hat mich immer lang gemacht und ist dann deshalb irgendwann in der Ecke gelandet, weil das so frustrierend war. Bescheuert, auf 10 Stufen und du schaffst gerade mal die erste. Ja, wenn wie überhaupt. Frustrierend ist das. Und dann weißt du ja auch, dass er sich, das ist wie einer, der extra dumm spielt. Weißt du, das ist so wie, wenn man dich gewinnen lässt. Der Schachcomputer lässt mich gerade gewinnen, weil ich ihn so eingestellt habe. Aber er schöpft sein Potenzial nicht aus. Das ist heute immer noch so. Im Rahmen der Sendung habe ich auch, war ich hier auf seiner Seite und habe mich da angemeldet. Und ich konnte nur gegen die erste Stufe. Und als er dann auch noch irgendwie 1, 2 Figuren hatte mehr als ich, dann fange ich neu an. Ich gebe mir das denn nicht. Ich habe keine Lust zu verlieren. Und bei Schach, glaube ich, muss man das abkönnen. Ich hasse es immer auch zu verlieren. Jede Partie, egal wie irrelevant es ist. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, um irgendwie gut zu werden. Man muss es hassen zu verlieren. Ne? Weiß nicht. Was ist denn termintechnisch jetzt angesagt? Ist irgendwie, steht die Weltmeisterschaft vor der Tür oder irgendwas? Irgendwelche Termine für dich dabei? Die 3 Länder, für die du spielst oder so? Haben die bald Termine oder? Ich bin bei der Schacholympiade, nicht als Spieler, sondern als holländischer Nationaltrainer. Okay. Natürlich. Nein. Da freue ich mich drauf. Holland ist eine gute Mannschaft, nette Jungs. Und Schacholympiade klingt ein bisschen albern, ist aber. Wo findet die denn statt? In der Weltmetropole Batumi. Batumi? Ja, ist schön, schönes Schwimmbad. Kannst du mir helfen? Wo mag das sein? Batumi ist in Georgien. Ich war auch noch nie da. So. Soll aber sehr schön sein, tatsächlich. Ist gleich so am Wasser und viel neu gebaut. Dies, das, jenes. Ich bin gespannt. Und Schacholympiade, Schach ist nicht olympisch, komischerweise, wobei es natürlich ein sehr bewegungsintensiver Sport ist, wie wir auch hier sehen können. Aber das heißt, die Mannschaften, Männer und Frauen, schicken alle Länder ihre Teams. Und man hat so ein paar tausend Leute da, ist immer ein großes Event. Deshalb freue ich mich, da dabei zu sein und sei es nur in Anführungszeichen als holländischer Trainer. Danach das große Event dieses Jahr ist Schachweltmeisterschaft. Magnus Carlsen, der Weltmeister, der junge Norweger, gegen Fabiano Caruana, sein wohl bisher stärksten Herausforderer, ein junger Amerikaner. Das wird sehr, sehr spannend. Ist im November. Und ja, das sind so die großen Events, die anstehen. Sag mal, wo du es gerade angesprochen hast, wie ist das eigentlich? Warum sind es immer Männer, die gegeneinander spielen? Ist das eine eigene Disziplin, Frauenschach? Oder gibt es einfach keine Frau, die auf dem Niveau spielt? Oder ist das irgendwie, keine Ahnung, das würde mich mal interessieren. Frauen brauchen sogar weniger Elo, um Großmeister zu werden. Das ist ganz strange. Das würde mich auch mal interessieren, was Jan da sagt. Ist ein komisches Thema. Grundsätzlich ist es so, es gibt eigene Frauenturniere, aber es gibt keine eigenen Männerturniere. Soll heißen, Frauen können bei den Männern mitspielen, Männer aber nicht bei den Frauen. Also bei der Schacholympiade gibt es Frauenmannschaften, aber Frauen hätten auch das Recht, in den offenen Mannschaften mitzuspielen, die Männer dominiert sind. Aber ist das korrekt, dass Frauen, um Großmeister werden zu können, einen geringeren Elo-Durchschnitt benötigen als Männer? Ja, es gibt den Männer-Großmeister oder den offenen Großmeistertitel.
Da sind die Konditionen fix, die gelten für Männer und für Frauen. Das, was wir vorhin besprochen haben, dieses 2500 Elo und drei Großmeisternormen. Es gibt aber auch eigene Frauentitel. Also es gibt einen Frauengroßmeistertitel, Woman Grandmaster. Und da sind die Anforderungen tatsächlich ein bisschen geringer. Aber warum ist das so? Ich meine, letztendlich ist es ja ein Mindgame. Es gibt ja auch, oder nicht, hochintelligente Frauen. Also, oder wie sagt man, ist das Intelligenz bei Schachintelligenz oder was? Ich weiß es nicht, aber das ist doch... Es ist ja keine körperliche, es ist ja keine Konstitution. Ja, es impliziert ja das, also ne, um mal den Elefanten anzuschauen, es impliziert ja, dass Frauen nicht so klug sind wie Männer, oder verstehe ich das falsch? Das ist schon interessant, oder? Ich habe mich das übrigens nicht, ich habe mich das bei E-Sport auch schon mehr oder weniger gefragt, weil bei Counter-Strike oder so würdest du jetzt auch nicht davon ausgehen, dass es da körperliche Defizite oder so gibt. Ich wollte gerade sagen, ich vermute, dass in der Computerspielszene, in der E-Sport-Szene, auch relativ männerdominiert ist, ne? Täusche ich mich da? Oder? Nee, absolut. Also ich meine, es gibt natürlich auch viele professionelle Frauenclans mittlerweile, aber es gibt keine, soweit ich weiß, Mixed-Turniere oder es gibt auch keine Frau in den Top 10 Clans, in den Top 5 Mannschaften. Also erstmal spielen natürlich viel weniger Frauen Schach. Und dann meine eigene Theorie, die aber auf nichts basiert ist, dass Männer deutlich extremer sind in allen Lebensbereichen, dass wir uns einfach mehr reinsteigern in Blödsinn wie Schach und dann da viele, oder Computerspiele, und dann da viel mehr Stunden mit verbringen, was, glaube ich, bei Frauen seltener ist. Ne? Also ich glaube, Männer dominieren da in beide Richtungen. Es ist wahrscheinlicher, auf der Straße zu landen, und es ist wahrscheinlicher, sehr, sehr viel Zeit mit Schach zu verbringen. Absolut, also ich glaube, dass Männer auf jeden Fall kompetitiver von der Natur her sind als Frauen, aber es ist ja trotzdem, Schach gibt's ja schon so lange, dass es, ich meine, das wäre ja mal geil, oder was heißt, wäre ja mal geil, letztendlich ist mir egal, aber auf jeden Fall, dass eine Frau irgendwie die beste Schachspielerin ist, also das wäre doch mal ein Anreiz. Ja, ist auch nicht so, dass es keine Frauen gibt, die gut im Schach sind. Judith Polgar, nee, die ungarische Legende, war in den Top 10 jetzt die beste Spielerin der Welt, Hu Yifan, eine Chinesin, ist auch brutal stark. Und es gibt immer sehr, sehr starke Frauenspielerinnen. Und ich glaube, ich kenne die Statistik nicht genau, aber dass so 3% der organisierten Schachspieler nur weiblich sind. Krass. Und das spiegelt sich wahrscheinlich auch ungefähr in der Elo-Liste wieder. Man dann an der Stelle muss ich einmal, wobei wir sehen es gerade. Tatsächlich. Was ihr gerade auch auf dem Bildschirm gesehen habt, die Hochrechnung am Ende hat sich gehalten. 19,9%, das ist die Mehrheit, Stimmen für Aufgeben. Und das bedeutet, Jan, du hast die Schwarmintelligenz geschlagen. Respekt, nicht schlecht. Ich hab ein bisschen Angst, ich muss an Terminator denken, wenn man dich an eine... Hast du ein Handy? Ist das nicht gefährlich, wenn man dich jetzt mit einer Maschine zusammenschließt? So, was da passiert als nächstes? Ich habe von Skynet schon ein paar Jobangebote gekriegt, aber die zahlen sehr schlecht. Das die weiß zahlen sehr schlecht. Skynet, gibt wenig zu holen. Ja gut, aber dann gehört dir ja auch die Welt am Ende. Wozu brauchst du dein Geld? Das war der erste Schritt dazu, der erste Schritt zur Weltherrschaft. Ein Mann gegen 10.000. Ich bin beeindruckt. Wie sieht's bei dir aus? Ja, absolut. Was ich mich frage, gehen wir jetzt nochmal rüber und schütteln dir nochmal die Hand oder was? Was sagt die Regie? So ein bisschen schwitzig, meine Hände. Ich warne euch nur. Wir haben uns ja eben gerade schon mal gesehen und alles besprochen. Deswegen. Keine Nachbesprechung, okay. Das wollte ich nur wissen, weil dann möchte ich an der Stelle nochmal sagen, vielen Dank, Jan, dass du mitgemacht hast heute. Und chess24.com, das ist deine Website, da kann man auch gegen dich spielen, mal auch wenn man nicht zu 10.000 ist. Und eine Menge, glaube ich, über Schach lernen. Es war große Werbung für den Schachsport, finde ich heute. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht und ich habe unfassbar viel gelernt und ich hoffe, du kommst irgendwann mal wieder und wir machen das mal wieder. Monopoly bin ich auch ziemlich gut. Ja, vielen Dank an euch. Hat Spaß gemacht, hier Rocket Beans hinter den Kulissen erstmal alles anzugucken. Sehr cooler Laden. Und ich komme jederzeit gerne wieder. Ja, wunderbar. Dann danke dir, Jan, auf jeden Fall. Weit hast du es ja auch nicht. Der gute Mann kommt aus Hamburg. Das ist ein Vorteil. Wir sitzen auch in Hamburg. Das nur als letzte Information. Danke. Wie bitte? Ja, auf jeden Fall danke an Legion, Nikola, der Mann, der mir übrigens Counter-Strike-Spielen beigebracht hat, mit dem ich privat, der mir erklärt hat, wie ein Headshot funktioniert. Tatsächlich, mit dem haben wir immer Team Limited privat trainiert und der kann rein zufällig auch Schachprogramme programmieren. Ja, und also, gar nicht schlecht anscheinend. Und danke natürlich an alle, die heute auch mitgemacht haben, an die 10.000 Leute, die hier fleißig mitgevotet haben und dieses Experiment mitgemacht haben. Und dann möchte ich noch einmal danke sagen an dich. Ja. Du hast das auch ganz toll gemacht.
und an Fabian Krane, der sich das Ganze hier ausgedacht hat und sich und so unsicher war, ob das eine mega gute Idee oder eine mega dumme Idee ist. Und ich finde, es war eine mega gute Idee und ich finde es schön, dass wir es ausprobiert haben. Und deshalb, coole Sache. Freut mich. Ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich machen wir es nochmal. Ja. Die Zukunft wird zeigen. Ciao. Tschüss, mach's gut.